Du bist online. Du bist live. Ja, hab ich gar nicht mitgekriegt. Oh. Ich meine, du hast ein Problem damit gehabt. Nee, wie stellst du es dir vor? Lass es uns einmal hier besprechen, damit Hardliner und Hardlinerinnen wissen, ja, ich würde jetzt sagen, hier ist ihr Gastgeber Philipp Maria Zitterbart. Sein letztes Mal würde ich sagen Philipp Schnibbi Zitterbart. Aber was soll ich jetzt, wie stellst du es dir vor? Ich verstehe es nicht. Es können ja auch die Leute entscheiden. Also ich finde es immer, ich finde es sympathisch, wenn wir uns einfach, wenn wir so dastehen würden und sagen so, hi, herzlich willkommen zu Zitti und Bobby. Das ist euer Gastgeber Bobby. Und dann sagst du, das ist euer Gastgeber Zitti. Wir begrüßen euch. Aber dann kann... So fände ich es, also, ach so, wir können es auch... Herzlich willkommen bei ZKB, meine Damen und Herren. Hier ist Ihr Gastgeber Bobby Serrano und das ist Philipp Zittermann. Besser so? So ist wunderbar. Okay. Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ZKB. Zitti Koch, Bobby erklärt, in unserem wohlen Standard, schönen Zuhause im RBO-Studium. Zu Rotenburgs Ort. Oh, das hätte ich vielleicht nicht sagen sollen. Was willst du? Mein Mikrofon? Ja, ich, so, besser? Findest du? Und wie findest du mein Hemd? Hammer. Danke. Uns freut es, dass ihr eingeschaltet habt. Wie du dich bewegst in dem Outfit. Übrigens, für alle, die sich immer geärgert haben, dass wir den Chat jetzt nicht sehen. Moin, ist noch etwas zittrig und asing. Shelly, was wäre jetzt zittrig? Du bist zittrig, ich bin asing. Flo H. schreibt, hi, moin Flo. Moin Flo schreibt, ist ja, noch etwas so zitterig und async. Wir sehen den Chat jetzt in so einem Riech. Komm, dreh mal. Wir sehen euch. Und übrigens wollen wir haben jetzt Ton passt hier nicht zum Bild, wird hier gesagt. Das Bild passt allgemein leider noch nicht. Okay. So, jetzt schiebt sich der Ton mit der Bildregie den weißen Peter hin und her. Ich wollte sagen, wir haben jetzt einen Türsteher. Wir haben zwei Türsteher, aber die eine Tür, also Türsteherin, die eine Türsteherin bringt noch mein Kind zu Bett und der andere Türsteher ist Daniel Nostra. Also wer sich hier meint, irgendwie daneben benehmen zu können, wollen. Fliegt raus. Daniel Nostra reguliert. Wir haben heute auch einen Gast. Deswegen sind alle eigentlich auch hier. Nicht wegen uns, sondern sie sind hier. Wegen wem? Möchtest du da? Komm. Nee, also eigentlich du es. Haben gestern jemanden zu Hause besucht. Einen Menschen, den wir sehr wertschätzen und der uns, glaube ich, einen Horizont erweitert hat in dem Bereich Twitch. Das hätten wir nicht für möglich gehalten. Nicht nur Twitch. Es ist ein Genie. Genie. Kennt ihr diesen Emoji? Eigentlich ist der für mich der deutsche Mark Zuckerberg. Nur in cool. Und in hübsch. Würdest du es unterschreiben? Herzlich willkommen, Chris Ficke. Chris Ficke! Nein, würde ich nicht. Ich habe mehr T-Shirts. Und du legst dir gleich einen los. Er hat doch nur eine Hose, ein T-Shirt und Badelatschen. Das stimmt. Der hat immer das Gleiche. Echt? Ja. So ein Simpsons-Kleiderschrank, wo du so aufmachst und das ist immer dasselbe Shirt für 7 Tage. Ich habe mich mit den Menschen gar nicht so richtig beschäftigt. Ja, aber dann stellst du hier so eine These auf, dass Figge hier... Ja, weil ich einfach gesagt habe, okay, Figge hat ja schon sein Brain ist einfach so anders, so der funktioniert anders. Und da setze ich ihm Elon Musk, hätte ich auch sagen können. Oder aber alle viel coole Bill Gates. Ideen gehabt. Ich finde deine Ideen schon sehr cool. Ich finde deine Ideen auch cool. Also, die werden wir heute nicht sagen, cool, die Ideen, sonst würden wir wahrscheinlich... Sagen wir so, er ist der Einzige, der eine Mail bekommt, wenn sein Keller überflutet ist. Das dürfen wir sagen, ne? Ja. Wenn ja du noch Panzertape brauchst oder den Schlauch, kriegst du heute auf jeden Fall. Ja. Chris Ficke, Genie, Fragezeichen, total untertrieben. Das stimmt. Er ist auf jeden Fall dreimal so schlau wie Zitterbart und ich zusammen. Ja, dafür könnt ihr voll viele geile andere Sachen. Das werden wir heute sehen. Ich kann mich zum Beispiel nicht vernünftig ernähren. Das ist gut, dass du hier bist und wir heute was machen? Heute machen wir nämlich... was ist dein Lieblingsessen? Was ist dein Lieblingsessen? Das war so... Naja, wie soll ich es nennen? Ihr habt gefragt, was dein Lieblingsessen ist. Ich saß auf der Couch und habe... Keine Ahnung, ich esse alles außer Rosenkohl.
Rosenkohl mag ich auch nicht. Ey, da hat der liebe Gott richtig schlechte Laune gehabt, glaube ich. Weiß nicht, Rosenkohl ist du kannst auch Rosenkohl komplett die Blätter abzupfen und roh anbraten und essen. Das schmeckt so. Nee. Also kann jeder gerne essen, ich bin da kein Fan von. Wirklich nicht. Der liebe Chris hat sich Cordon Bleu gewünscht. Cordon Bleu und Pommes und Schranke. Also Ketchup, Mayo. Cordon Blau. Wir machen aber drei verschiedene Cordon Bleu-Varianten. Was? Ja. Wieso? Wir machen so ein bisschen so eine kulinarischen Urlaub machen wir so ein bisschen mit dem Cordon Bleu. Hey. Ja. Wie als Standard Cordon Bleu ist er mit? Käse-Schinken. Käse-Schinken, genau. Also Emmentaler und ein Kochschinken. Ach guck, das wusste ich schon gar nicht. Und jetzt machen wir aber noch eine mehr mediterrane Variante daraus und nehmen einen schönen Serrano-Schinken, Basilikum und Mozzarella. Ja, es ist so, wie ihr denkt. Ich bin der Sohn der Serrano. Dynastie. Weil du hättest mich jetzt gehabt, warum ich Kunst mache? So Cordon Bleu Hawaii mit Ananas. Und die andere Variante ist mit einem Kräuterpesto und einem Schwarzwälder Schinken und einem Bergkäse. Also ein bisschen so Schweizer Berghütten-Feeling. Ja, grüezi. Und aber eigentlich kommt nicht Cordon Bleu eigentlich auch aus der Schweiz? Also ich habe das schon mal ein ziemlich gutes Cordon Bleu gegessen. Ich habe das Gefühl gehabt, die haben das erfunden. Ne, die Schweizer und die Österreicher können einfach echt gut Schnitzel braten. Ne? Also Schnitzel und Cordon Bleu, das können die einfach echt, glaube ich, sehr gut. Alles klar. Genau. Ja, wollen wir anfangen? Voll gespannt. Wollen wir einen Begrüßungsdrink trinken? Ach so, ein Begrüßungsdrink. Habt ihr eigentlich auch schon so einen Begrüßungsdrink? Haben wir immer noch technische Probleme, oder? Haben wir noch technische Probleme? Der Ton ist vor dem Bild. Oha. Ah. Oh, warte mal. Können wir dann Spiel rausmachen? Wenn wir jetzt sagen... Nee, warte mal. Wenn wir sagen, ich bin jetzt weg und renne aus dem Bild, dann sehen Sie mich trotzdem noch. Nee. Du hast circa eine Sekunde. Wie gesagt, Figge, du bist doch der Schlaue von uns beiden. Wie können wir... Von circa 1000 Millisekunden. Was? Wir sind raus? Okay, tschüss. Wir starten mal, bleiben mal dran. Wir kommen gleich wieder zurück. Geht zu Rewe, in der TK-Abteilung findet ihr alles, was ihr braucht für ein gutes Cordon Bleu. Bis gleich, bleibt dran. Wir machen gleich weiter. Oder zu Lidl oder so. Ganz kurzer Break. Was soll die Scheiße hier? Nein, machen wir jetzt. Tschüss. Achso, nee, bis gleich. Mensch. Wollt ihr den jetzt benutzen schon, oder? Sind wir jetzt auf? Ja, hier, obligatorisch fürs ganze Team kriegt jetzt Michelle eine rüber. So, sind wir jetzt auf? Ton braucht... Bitte nicht abschalten, Leute. Guck mal, der Flo, der macht das richtig. Ne, wir sind nicht auf. Also ich sehe es. Nein, der Chat bleibt ja an. Ach so. Ja, der geht dann nicht weg. Ach so. Ich muss lauter, sagt das auch. Die Sache ist, dass... Der Computer hakt. Doch, dann kriegen wir jetzt Angst bei der Anlage. Ja. Hört man uns denn eigentlich noch? Nein, wir sind hier offline. Schade. Die Sache ist, der Computer hakt. Oh, wollen wir den Podcast einfach heute machen? Ja. Hi, Figge. Hey, wie geht's dir? Schön, dass du hier bist. Was? Ja, auf Instagram? Nee. Nein. Wenn ihr wollt, dass Magali noch der Chatpartner ist, also beziehungsweise der, dann müsst ihr mich da quasi jetzt... Wo ist denn dran, ein Schwert in der Hand? Ich hab nix mal, ich hab nicht mal eine Krone und kein Schwert, aber ich hab auch mal so ein Prime. Wir gehen live. Kannst du noch mal an, letztes Mal auf die Jungs so gehen? Also was ist los? Ja. Sind wir wieder zurück? Ja. Hi, da sind wir wieder. könnt ihr uns jetzt sehen und hören? Und lipsynchron. Warte mal. Geil, jetzt ist auch Familie. Hallöchen. So. Jetzt ist besser. Geil, passt. Cool. Super. Hey. Wir spielen ja gerade ein Spiel. Ich würde auch mal kurz was einwerfen wollen. Wie ist die Hauptstadt von Guinea-Bissau? Genau. Jetzt fühle ich mich unglaublich dumm. Das klingt wie jetzt hätte er. Sagt er nur, weil er genau, also weil es das Einzige, was er weiß. Ha? Kommt da jetzt was im Chat oder nicht? Ohne googeln. Keiner hat es gerade verstanden, was du überhaupt von dir losgelassen hast. Ouagadougou. Weiter geht's. So, guten Tag, wir machen.
So, guten Tag, wir machen hier Schnippo-Schranke mit ein bisschen... Cordon Bleu-Schranke. Nee, jetzt lass mich doch das ausführen. Wir machen Schnippo-Schranke mit Käse und Schinken drin. Im Schnippo. Egal, komm, lass nochmal anfangen. Wollen wir nochmal raus und wieder reingehen? Wollen wir was trinken? Der Ton ist jetzt 200 ms hinterher. Was ist ein ms, Alter? Millisekunden. Ah. 200 Millisekunden. Digga, du. Kannst du vielleicht... Können wir dich hier integrieren, langfristig? Ja, ich kann, warte, ich sitze mal hier so. Nee, aber jetzt musst du noch hier bleiben. Nächste Woche kannst du da gerne sitzen. Ja. Und wenn ich dann so Fragen habe, 213 Millisekunden, wie kriegen die das denn raus? Ich schätze, der... Komm, 213 Millisekunden sind geschenkt. Krieg ich... Figge, ne? Chris. Mhm. Oh, ich kenne das mit der Hecke drin. Du kriegst das Kindergetränk. Bobby? Weil du noch Auto fahren musst. Ja. Das ist... Vorbildlich. Oh, Schütz und Cola. Warum sagst du nochmal Chips und Cola? Ja. Wenn man was gleich sagt, sagt man Chips und Cola? Ich glaube. Okay. Und dann sagt man, oh Gott, ich kann auf den Chat nicht gucken. Nee, das guck mal, das ist das große Problem, das wir die ganze Zeit hatten. Das, was wir letztes schon besprochen haben, dass wenn wir hier einen Chat haben, der nur noch da drauf guckt. Der guckt nirgends mehr anders hin. Durftest du früher nicht so Fernsehen gucken, dass so Mattscheiben jetzt so einen magischen Bann auf dich? Du kannst doch ab und zu mal Blick drauf werfen. Ich durfte eigentlich Fernsehen gucken und sonntags habe ich immer... Tatort. Nee, Löwenzahn. Ja, also und deine Eltern dich als Kind vor Tatort gesetzt? Ich habe es angeguckt, als ich ganz jung war. Das war wie jung? Sehr jung. Ich hab mit 11 Kids geguckt. Ja, und danach wichtige Frage, nehme ich das jetzt raus oder habe ich das in der Nase hängen? Ganz macht man das? Okay. Für alle, die es nicht wissen, ich bin Bobby Serrano, das ist Philipp Zitterbart und das ist der wunderbare Chris Figge, wegen dem ihr überhaupt hier seid. Figge ist mindestens dreimal klüger als wir beide zusammen. Wir wussten zum Beispiel nicht, was 213 MS heißen. Und wir machen heute Schnitzel mit Schinken und Käse drin, nennt man auch Cordon Bleu. In drei verschiedenen Varianten, weil wir wollen über unseren Tellerrand heute schauen. Wir machen nicht nur ein Cordon Bleu, wir machen drei Cordon Bleus. Philipp Zitterbart, bitte weise uns ein, was wir machen müssen. Wir machen selber gemachte Pommes und ihr könnt jetzt mal Kartoffeln schälen. Warum ist Brian's Mutti hier? Naja gut, was wir schälen, Pommes. Citys Mike scheint aus zu sein. Das macht nichts. Hier will eh keiner reden können. Ich rede nur ab und zu nicht so viel. Aber das ist okay. Also, genau, wir machen Pommes dafür. Alle? Könntest du bitte die Schalen dann auch irgendwo hinschmeißen, wo ich es dann wieder. Wusstest du, dass man aus den Schalen super Chips machen kann? Ja. Da hat sich das schon gelohnt. Natürlich wusste er das. Ja, hier, ne? Hier. Erzähl doch mal so ein bisschen. Du erklärst doch hier. Ja. Das muss man ändern, weil der Titel ist nicht mehr das, was es mal war. Das haben wir auf Instagram angefangen, weil Philipps Stimme so nasal ist und er sich dafür schämt. Da hat er mir Videos geschickt und ich habe quasi erklärt, was er gemacht hat. Mittlerweile kriege ich ja nicht mal das Rezept vorab, deswegen weiß ich nicht, was... Kannst du dir nicht erklären. Aktuell schneiden wir Pommes, Kartoffeln. So Pommes. Willst du das da schon drin? Nein, du sollst die Schalen da reinschmeißen, weil ich dich kenne, dass du deine Schalen. Ich dachte auch, die Kartoffeln da rein. Nee, ihr seid einfach mal. Wo sollen wir die Kartoffeln hinstellen? Also wo und wie, in welcher Form? Ich muss die ganze Zeit die Arbeit selber machen, ne? Du bist also nur mal so, ne? Es hieß, er kocht und wir unterhalten. Das hat er mir gestern angeboten. Ja. Und jetzt schälen wir hier Kartoffeln. Ihr könnt die ganze Zeit reden, das ist gar kein Problem, Alter. Das ist gar kein Problem. Ich koche und ihr macht das den Rest. Ich will gar nicht reden. Die Kartoffeln kann ich hier reinschmeißen. Aha. Hey, Senfgürkchen fragt, ob du gut in der Schule warst, Figge. Was heißt denn, komm? Naja, also ich bin jetzt nicht ein Beispiel für gut in der Schule. Ich hatte so ein paar Fächer, in denen ich gut war. Die da wären? Mathe. Nee, eben nicht. Echt in nicht? Mathe war ich Fünferkandidat, ja. Ich musste auch immer ausgleichen. Dummerweise war ich auch in Latein Fünferkandidat und damit war dann auch Feierabend. Aber ich habe es trotzdem einigermaßen durchgezogen und hatte aber, also so Fächer, wo ich gut drin war, Informatik, Physik, Kunst, weiß ich nicht warum. Das sah immer aus wie so ein Dreijähriger zeichnet. Also wenn ich heute Männchen zeichne, wenn ich heute Männchen zeichne, mache ich es immer noch so wie Kindergartenkinder, so einen Bauchnabel rein. Punkt, Punkt, Komma, Strich, fertig ist das Mondgesicht. Ja. Links, rechts, zwei Ohren, Haare sind ihm angeboren.
Kann meine Tochter auch jetzt schon. Das kann ich nicht. Vielleicht wäre das cool gewesen. Ich auch echt nicht so richtig. Was machst du da, Bobby? Ich frage mich immer noch, wie du die Kartoffeln in was für eine Situation du wie haben möchtest. Du hast schon wieder was gemacht, was du nicht machen hättest sollen? Könnte sein. Hast du so ein Ding zum Durchdrucken? Nee, ihr schneidet das schön. Das ist so ein Ding. Wieso? Na, wenn du eins auf deinem 3D-Scanner da gedruckt hast, dann haben wir so ein Teil. Also weißt du, wie so ein Laser da ist? Guck dir kurz. So. Ihr macht so ungefähr 1,5 cm Dicke und dann schneidet ihr Stifte heraus, sodass solche Pommes rauskommen. Okay. Die sehen echt aus wie Pommes. Ja. Aber wo habe ich das denn verkackt? Du hast jetzt schon mal verkackt, indem du das, also du hast noch nicht ganz verkackt, aber du hast es halbiert und dann nochmal geviertelt. Ich habe einfach nur da eine Scheibe runtergeschnitten. Ach so. Und wie machst du das, dass du jetzt wenn das jetzt hier daraus machst, dann machst du einfach nochmal so und dann machst du es so und dann hast du eben nicht so schöne Pommes, aber es geht auch nicht. Super schön. Ja. Ja, aber wie weißt du denn jetzt, dass das immer so ist? Dass es immer so ist? Hast du so eine Pommes-Schieblehre irgendwo? So ein Augenmaß. Das ist im Kopf. Krass. Das ist alles in seinem Kopf. Das ist richtig Qualitätsware. Pommes schneiden kann der Junge. Super, Philipp. Klasse, machen wir für dich. Wie viele Kartoffeln möchtest du denn haben? Alle. Da sind aber auch Zwiebeln drin. Alle, Digga, das ist voll die Arbeit, Mann. Hä? Das sind alle Kartoffeln. Guck mal, hier sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 Leute, die Bock haben auf Pommes. Jeder weiß inzwischen, dass die alle vorher Pizza kriegen. Die wollen das gar nicht mehr. Ich wusste das bis gerade nicht und mir hat den Sorgen gefallen, dass ich vorher noch Pizza Ja, ansonsten, wie gesagt, will ich hier die Pommes roh fressen, Alter. Bedankt euch für die gedruckte Lego-Blume von Figge. Ja, das Figge. Machen wir. Figge hat uns schöne... Figge hat uns hier schöne Blumen geschenkt, das ist meine, das ist Felice, die hat er selber gedruckt zu Hause, wir waren auch bei ihm zu Hause. Dieses Video erscheint wann? Wann? Ja, Michelle. Ah, ich glaube in den nächsten Tagen. In den nächsten Tagen. Ja, und wir haben noch, Figge hat uns noch was gedruckt, das war, wollen wir... Pass auf, wir machen Folgendes. Du hast eine kurze Aufmerksamkeit. Also ja, ist ganz schlimm. Wir haben jetzt ein gedrucktes Logo aus dem Hause Figge. Und weil, Figge, würdest dich persönlich richtig schlimm treffen, wenn ich jetzt sage, wir würden dieses kleine Logo, hier, das ist ja ganz unsauber. Ach, das können wir noch sauber machen. Ja. Da hat Philly auch extra gerade schon ein bisschen Getränk rübergekippt. Dieses kleine Logo. Wer den besten, kreativsten Kommentar in den Kommis hinterlässt, dem schicken wir dieses aus dem Hause Chris Figge gedruckte ich würde sagen, City und Bobby Logo. Also ihr könnt jetzt noch sagen, reinschreiben sollen. Aber findet ihr die Idee ist cool? Ja, ich finde, das schönste und kürzeste Gedicht. Aber mit das da und muss beinhalten Schnibbi, Bobby und Figgi. Da habe ich euch schon was vorgegeben, Alter. Das ist schon fast eine Punchline. Wir haben ein Problem. Warum? Wem gehört was? Oh. Deins war das ist von City. Aber hier weiß ich, also eins muss nach Alkohol schmecken und eins nicht. Wir sind ja getestet. Willst du ausprobieren oder ich? Eins muss ja nach Alkohol. Oh Gott, in welcher Form kreativ? Da ist, glaube ich, Alkohol drin. Würde ich vermuten. Probier mal. Svante hat uns leckere Drinks gemacht. Svante, was ist denn das für ein Drink? Schmeckt dir mein Drink an? Ja. Hausgemachte Zitronenlimonade und bei mir und Bobby sind Korn drin. Wie heißt der? Was hat der für einen Korn? Nach Joaquin Bellini wollen wir heißen, wie heißt der jetzt? Katakira. Wie? Katakira. Katakira. Shakira. Katakira, Kakira. Ja, also, ein Gedicht mit unseren drei Namen in die Dings und wir schicken euch dieses Logo. Zu was ich jetzt noch säuber, weil es frisch gedruckt ist quasi. Habt ihr Bock drauf? Macht einen Daumen hoch. 1-1 in den Chat, sagt er. 1-1 in den Chat. Also die Kartoffeln müssen in den Ofen, die brauchen 30 Minuten. Oh, sorry. Wofür steht diese 1?
Macht man einfach einzelnen Schritt. Ja, aber gibt's da, also ist es so wie, ist das die Abkürzung für nice oder? Boah, du fragst dann so Sachen, wo ich mir denke, ich habe ja nicht verstanden, dass man das eins in den Chat. Ja. Und dann kommst du und fragst was und dann merken die Leute, da steckt ja gar nichts hinter. Ja. Also okay. Steckt nichts hinter, ja? Bei mir, nö. Ich habe gelernt, man sagt das und dann schreiben die das. 187! Senfgürkchen, 187! Darf man das sagen? Ja, oder? Wird man da Bobby, du musst wissen, Bobby. Nein, ich weiß ja nicht, ob die das cool finden. Nee, ich habe das nicht gemacht. Wir sind gerade wieder cool miteinander, aber die Geschichte erzähle ich hier nicht. Oh, ja, das ist ein Cliffhanger. Die Geschichte erzähle ich nächstes Mal. Erzähle ich die? Nein, ich erzähle die auch nicht. Wie gesagt, wir sind gerade cool miteinander wieder. Wechselt das immer? Grüße. Okay. Hey, wie war so dein Tag? Hey, mein Tag war super. Cool. Ich weiß gar nicht, was habe ich heute gemacht? Ach, ich hab heute den Tag mit der Familie verbracht. Bobby, Schnibbi, Figgy, Schneiden, die Pommes, Diggi. Ritchie reguliert, Alter. Aber dann bist du ganz weit vorne. Und du wärst noch weiter vorne, wenn du Bobby mit IE und nicht mit Y geschrieben hättest. Aber ey, das verzeih ich dir. Ja, den Blutegel am Schnibbi kennen wir ja schon. Hast du es mitgekriegt? Ja, ne? Ich habe letzte Woche mitgeguckt. Ja. Schnibbi hatte es. Das wäre komisch, ich habe ja gesagt, ich soll vorbeikommen. Ach ja, stimmt. Stimmt. Gar kein Problem. Super. So, wir waren ja gestern bei dir in deiner Butze, ne? Mhm. Findest du, ich habe ja gesehen, du hast da so richtig viele Sachen, du kannst auf den Knopf drücken und dann feiern, geht da so ein Party-Modus on und so. Mhm. Hast du eine Idee, was wir hier machen können? Also so auf simpel, oder sagen wir so, hast du eine Idee, was du auf simpel machen könntest? Also ich glaube, so ein Party-Modus wäre doch auch cool. Ja. Also wichtig, das habe ich gelernt. Was machst du denn? Also wichtig wäre, dass ihr kein echtes Konfetti nehmt. Kein echtes Konfetti? Nee, also es sei denn, also gut. Das wäre schon geil. Also, dann hätten wir es in meinem Essen drin. Ihr könnt das übrigens zu Hause auch mit einem anderen Hammer machen. Die sind aber oben so laut. Ja, ist das gut für die Marmorierung und so? Ja. Okay. Ich finde es auch, es ist auf jeden Fall direkt, aber irgendwie drüber. Das findest du gar nicht mal so ungeil, ne? Warum machst du das? Weil ich keinen anderen Hammer habe. Kann man das auch irgendwie ohne Hammer machen, mit Brettchen oder so? Gibt doch diese Holzdinger, das ist ganz schön laut, wenn ich das hier mache, ne? Tja, willst du noch nicht geguckt. Wer ist denn Senfgürkchen eigentlich? Kennst du? Kommt der oder die von dir? Kann gut sein. Achso, du bist schon so groß, dass du die gar nicht mehr kennst. Doch. Geht bei dir der Chat so richtig? Nö. Also ich muss das jetzt ein bisschen analysieren, so ein bisschen, weil ich habe ja gestern erzählt, den Papageien, der bei mir im Chat rumhängt. Und der reagiert halt dementsprechend, wie viele Leute da sind. Mhm. Und dann ist es halt schwierig, da genau was zu treffen, weil am Anfang ist natürlich viel los, so, dann sagt jeder Hallo und man unterhält sich ein bisschen. Mhm. Und umso später die Stunde, umso weniger ist dann im Chat noch aktiv und dann willst du auch noch, dass der Papagei ein bisschen was erzählt. Mhm. Am Anfang ist viel los. Und dann gehen die meisten so ein bisschen, die gucken zu. So, aber schreiben dann nicht mehr aktiv. Ich mache es einfach. Manche Leute nervt das, dass ich dann nicht schaffe. Ja. Andere Leute freut es aber, dass das so mischt. Geht's eigentlich noch bei dir so richtig? Ich weiß, hast du den wenigstens geputzt, den Hammer, oder hat er als letztes irgendwie so eine Baustelle gesehen? Nee, man hört dich auch gar nicht. Du bist auch wirklich... Kein Schiff auffällig. So, ich guck mal eben, was da so an Gedichten reingekommen sind. Oh, das kann ich gar nicht sehen, so viel. Die Jungs am Herd, jeden Dienstag, dass sich keiner beschwert. City am Herd, Bobby am Schwert. Sie schnibbeln bis in den Morgen. Um Esse macht sich hier keiner Sorgen. Und Figge, man braucht für ihn kein Wort. Er setzt heute noch seinen letzten Druck fort. Und am Ende des Tages, es sei klar,
Leute, wie euch, ihr seid rar. Brian's Mutti hat auf jeden Fall geschafft, bis zum Ende des Bildschirms zu tippen. Fand ich ganz geil. Aber ich hätte jetzt gedacht, einer kommt noch irgendwie mit so einem Doppel rein oder so. Schnibbi und Bobby, die kochen heute Cordon Bleu. Der Figge denkt, was sind sie blöd. Das von meiner Mutter. Aber Bleu auf blöd reimt sich nicht so richtig. Ich aber der hätte ja mit blöd noch irgendwas mit Cordon Bleu. Ja. Also, naja. Das macht nichts. Du kannst trotzdem Logo bekommen, weil wir mich in die Welt gesetzt haben. Was? Das ist meine Mutter. Schnippi und Bobby. Hallo, Bobbys Mama. Ja. Mit dem Hammer. Ja, wenn er die Kartoffel mit dem Hammer schälen will, das wäre. Krasse Qualität des Streams. Ja, danke, Mr. Jackie. Schön das zu ist hören. Echt krass, was ihr hier aufbaut. Ja, findest du? Finde ich voll, ja. Also ich saß in deiner Butze da drin und habe gedacht... Alter, hier hängen so viele Lampen an der Decke. Das ist ultra heiß. Jo, das stimmt. Also... Das ist mehr so ein Winterstudio. Wir sind auch ultra heiß, aber... oh Gott. Bist du jetzt noch draußen mit dem Auto dazu gefahren? Oder? Ah, Senfgöckchen kommt übrigens von dir ja. Und geht jetzt einen smoken. Ja, viel Spaß. Lass dich nicht erwischen, mein Freund. Meine Freundin, mein Freund. Ich will einfach mal sagen. Ich muss es ganz egal, kurz. Egal, das liegt überhaupt kurz. Gar nicht. Hey, ja, aber du, pass auf, ey, wir geben dir jetzt. Pass auf, wir geben. Nein! Nö. Rosen sind rot, Bobby ist blau, Schnippi geht nach Hause und Figgi auch. Regelt die Schau. Hast du das von Lotta Wedel schon vorgelesen? Nee, weiß ich nicht. Guck Schnippi mit dem Hammer wedelt, Bobby derweil Kartoffeln rebelt, Figgi trinkt nur Kinderbrause, das heute wird eine Riesensause. Alter, oh, also für mich ist Lotta... Das ist ganz Lotta weit Lotta ist ganz weit vorne. Lotta... an dich. Meine das war gut. Schon da. Also, ich würde sagen, Lotterfeller ist State of the Art. Wer das kickt, der. Wir geben euch noch ungefähr 10 Minuten. Dann ist das Ding über den Tisch, weil ich kann dann nicht mehr lesen. Ich muss mich konzentrieren. Ich habe schon das falsche Messer. Oder? Hast du auch ein Messer gehabt? Nö, ich mache hier für dich. Guck mal, so eine Produktionsstraße. Ah, ich habe mich schon schlecht gefühlt. Aber hier, mein Freund, ne, das mag der City überhaupt nicht. Du. Das ist ein Fast Drive, das passiert. Das hat er mir beim Spargelkochen richtig übel genommen. Das war ein Fast Drive, das macht 5 PS mehr auf der Kartoffel. Lotterfeller, du bist momentan auf Platz 1. Wie ihr merkt, ich habe meiner Mutter nicht mal irgendwie so einen Vitamin B-Bonus gegeben. Vitamin Bobby-Bonus gegeben. Ein zweiter Reim von Brian's Mutti. Ja, hau raus, Brian's Mutti. Wenigstens passen die Mütze farblich zueinander. Ja, Fidi hat vorher noch mal eine andere Mütze aufgesetzt. Ja, der hatte auch gelb. Dann haben sie sich gedacht, oh, willst du? Ich habe aber auch noch eine andere Farbe mitgehabt. Ich hätte auch noch was anderes dabei gehabt, aber mich kackt hier keiner an. Alle orientieren sich an meiner Farbe und ich stehe auch in der Mitte, wie ihr alle merkt. Wie viele Kartoffeln sind jetzt in dieser Schüssel? Ob gelb, ob schwarz, was? Ob also rot, heute ist hier kein Helm in Not. Ja, Daniel, du bist doch schon der Türsteher. Du darfst eigentlich nicht mitmachen. Die Kartoffeln müssen langsam echt in das Wasser, ne? Ich beeil mich doch schon. Ja, aber wir haben dir vorher auch gesagt, dass wir nicht schnell sind. Ja. Ja. Also. Ja, aber. Und ein Team ist immer nur so stark wie sein schwächstes Pferdchen im Stall. Außerdem, sowas automatisiert man doch weg. Ja, ich finde auch. Ich hab mal in der Jugendherberge gearbeitet. Echt? Und dann mussten dann Kartoffeln geschält werden mussten. Da hat man eine Maschine. Ja. Da hast du oben reingeschmissen, das ist wie so eine Waschmaschine, die dreht sich ganz schnell. Ja. Und rubbelt dann die Schalen ab. Gut, dass du das sagst, weil wir haben ja gestern festgestellt, dass bei dir können die Zuschauer in Sachen bewegen. Ich fände ja geil, wenn hier quasi die Küchengeräte einfach so von den Leuten... Wäre es quasi möglich, dass jemand in Wanne-Eickel sitzt und hier den Topf wieder ausmacht, um City zu ärgern? Klar. Wie viel Aufwand ist das? Er ärgert ja auch dich damit. Nö, mich ärgert das nicht. Dass du am Ende nichts essen kannst? Ich hab doch Pizza gegessen. Sieh schon, komm, wir wollen einmal ab und den Rest nämlich angetuppert mit nach Hause. Sag mal, Philly, es reicht aber jetzt auch. Du,
bisschen vorsichtig. Okay. Wäre es rein theoretisch auch möglich, dass jemand hier das Licht ausmacht und ich im Dunkeln stehe? Ja. Mich ärgere. Es ist ja immer das gleiche Prinzip. Du machst irgendwo Strom aus. Ja. Ob das jetzt Licht ist oder wir könnten auch Vincent den Ton abschießen. Also es wird uns allen nichts bringen, aber rein theoretisch können wir das machen. Du könntest auch für, weiß ich nicht, so irgendwie bei, wenn jemand, weiß ich nicht, 50 oder sagen wir 100.000 Bits donatet, also 100.000 Cent, dass dann der Stream zu Ende automatisch. Echt? Ja, kannst du ja alles zusammendenken. Warte mal, das heißt, wenn uns jemand einen Taui rüberschiebt, also einen echten Taui, nicht irgendwie, ich kenne mich mit Bitcoins und so ein Scheiß nicht aus, und Bits und hier und schenkt uns ein was. Ein Bit ist ein Cent. Ja, auch da, das werde ich dir jetzt nicht ausrechnen können, weil in Mathe, sorry. Okay. Sagen wir einfach mal so, um da so eine fiktive Zahl zu haben. Nee, pass auf. Wenn jetzt jemand uns 1000 Euro gibt, ja? Und wir sagen, ey, ab 1000 Euro ist die, aber niemand wird uns das geben, weil die wollen ja alle gucken, wie wir hier kochen. Und man merkt, dass einen dabei, der würde mal, weiß nicht, in seinen Lebenslauf bei Xing reinschreiben, er hat mal den hier ausgemacht. Okay. Kann doch sein. Das würde gehen. Ja, jetzt nicht, das müsste man bauen. Nee, das müsste man bauen. Vielleicht hat ja jemand Bock darauf und sagt, ich möchte das in meinem Lebenslauf stehen haben. Das wäre gerne. Hör ich da so einen Anflug von Captain Kapitalismus bei dir? Nö, Quatsch. Aber hey, also bisher zahlt hier das Kartoffelschälen noch nicht meine Miete. Und ich wohne in Hamburg. Ja. Wenn jemand hier mit 1000 Euro den Stream beendet, habe ich einen Monat meine Miete sicher. Also ich müsste ja teilen. Ja, 1000 reichen nicht. 5000 Euro. Okay, na gut. Wir denken uns da was aus. Könnten wir da irgendwann mal auf dich zurückkommen? Ja. Das war jetzt echt ein. Das wäre jetzt echt ein Ja, aber ey. Also jetzt online sage ich ja. Ja. Nachher müssen wir hart verhandeln, ne? Ja, offline, dann müssen wir mal gucken. Okay. Macht nichts. Nein, können wir drüber schnacken. Aber. Ich schenke dir einen Print. Brauchen wir das hier alles ein? Was? Ja, nein, weiß ich nicht. Wir brauchen das mobil auch noch. Ach so, klar. Ja. Ja. Gar kein Problem. Das ist ja. Am besten noch so einen coolen Koffer, ne? Das, oh, das wäre geil, Stream starten, dass irgendwie jeder von euch hat so einen Schlüssel. Dann müsst ihr so umdrehen und dann irgendwie so Schalter hochdrücken. Das wäre geil. Und wenn, dann könnten sie den Koffer zuklappen quasi. Und dann geht's auch. Ja, das ist Feierabend. Philly, bist du eigentlich auch noch da? Hey, ihr macht das Ding schon. Was machst du denn da eigentlich? Ja, der macht gerade seine drei Länder. Hier, komm mal. Guck dir das mal an. Was ist denn los? Du bist ja schon fertig. Ja, ihr, wir sind hier wegen den Cordon Bleus und der hier, Michelle, hängt die ganze Zeit bei den Kartoffeln rum, Alter. Das ist so, als wenn irgendwie in der Colorline Arena ein Shakira-Konzert ist und daneben steht... Willst du mal aufs Klo gehen? Vielleicht steht, ein bisschen warum? Spüren. Warte, du spitzt schon so ein bisschen. Ja, aber du spitzt genau... Ja, hier, guck mal. Also, jetzt mal Butter bei der Fische und ein bisschen... Ne? Ah, ja, okay, es, die Nummer. Ihr könnt ja nicht hier die ganze Zeit über Bitcoins oder was weiß ich reden, ne? Und hier den Hauptfokus aus dem Auge verlieren. Verstehst du? Aber das ist doch die Bildregie, die muss doch dann hier weiter gucken. Wir sind doch gar nicht schuld. Ja, das guck ist nicht schön. Findest du jetzt wirklich, wir müssen dir die Show gestehen? Achso. So, gib mir mal, sind die Messer scharf? Ich hätte mal Angst vor scharf. Du hast noch nichts geschnitten, ne? Geschnitten, das ist auch mal so. Okay. Oh, wenn das gerade von 1 bis 10, wie scharf sind die? Scharf. Okay, cool. Ich habe jetzt aber nicht gesehen, was du das jetzt. Weiß ich nicht, ich habe einfach geschnitten. Also, teil die in der Hälfte und dann. Das sind wirklich scharf. Ich krieg zu Hause immer nur so einen Löffelmesser. Wir haben jetzt die Cordon Bleus gefüllt, wenn wir über Bitcoins reden, einmal mit einem Pesto aus jungen Kräutersalat, Waldkräutersalat, Bergkäse und ein Schwarzwälder Schinken. Und die anderen füllen wir jetzt mit Mozzarella, getrockneten Tomaten und einem Serrano-Schinken, ein bisschen Basilikum. Und die anderen füllen wir ganz normal mit Emmentaler und gekochten Schinken. Was denn? Nee, frag doch einfach. Nee, wir unterhalten uns. Ja, ich merke schon, dass ihr euch. Ich merke schon, wie die Teamverteilung. Vielleicht brauchen wir einfach einen vierten Gast nächstes Mal. Vielleicht brauchen wir einfach zwei. Haben vielleicht wir doch. Was haben wir? Also nächstes Mal. Das Gesetz will es doch, wenn man zu viert ist, dass man Mario Kart spielt gegen ihn. Echt? Ja, es ist immer so. Ist so?
Also ich warte auf den Tag, wo ich drei Freunde habe, dass wir dann alle zusammen Mario spielen. Jetzt fängt es wieder an zu laggen. Was heißt das? Laggen. 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 Das ist ruckelt. Heute haben wir kein Glück mit dem Internetgötter. Sync-Probleme liegen bei Twitch. Steht auf der Tafel. Was sollen wir jetzt machen? Twitch verklagen? Rufen wir mal Herr Twitch an. Ja. Digga, pass mal auf. Oder Frau Twitch. Wir versuchen hier gerade einen Stream zu machen, echt hochwertigen für deinen Bumsladen hier. Und du machst uns das Leben schwer, indem du Synchro-Probleme fabrizierst. Was ist denn Synchro eigentlich? Synchronität. Synchronisation zwischen Bild und Ton. Das ist, wenn ich, guck mal, ich stehe so vor dir und jetzt sage ich, hey, wie geht's? Aber das hast du nicht gesehen. Und dann bewege ich nur meinen Mund. Ah, dann kommt's. Erst hörst du gar nichts und dann hörst du auf einmal, hey, wie geht's? Das heißt, wenn der Ton zuerst ist und das Bild hinterher hing, könnte ich was richtig Schlimmes sagen und einfach. Auf Vergangenheits-Bobby schieben. Ja. Kannst du sagen, ich habe das nicht gesagt, das hat Bobby gesagt vor damals. Das war ich gar nicht. Ja. Philly. Ja. Sorry nochmal, dass wir dich außen vor gelassen haben. Ach du. Nee, ist gut. Ich mache hier mein aber Ding. Du hast gesagt, wir sollen uns unterhalten und du machst dein Ding. Ja, ja. Das, wir wollen dich aber gerne wieder in unserer Mitte wissen. Das wir wollen dich gerne in unserer Mitte wissen. Philly, was machen wir mit dem? Ich bin ja gleich fertig. Die sind fertig. Ja, wir haben das ein bisschen anders gemacht, als du gesagt hast. Das sind Wedges. Ja, das sind Wedges. Das sind die guten Americano-Pommes. Ja. Damit ihr dann Biss auch. Du hast halt ja, nicht. Ja, nee, ich hätte gerne eine Schieblehre gehabt. Das ist wunderbar. Die könnt ihr hier reinlegen in das Wasser und ein bisschen einweichen lassen. Was war denn jetzt hier mit der Schüssel? Da habt ihr sie eigentlich gar nicht reingemacht. Ich dachte, um Platz zu schaffen, das macht man so ein bisschen in der Küche, um ein bisschen ordentlich arbeiten zu können. Auf dem Brett, das weniger auf dem Brett liegt, macht man. Aber das Brett ist ja riesig. Dann hat man Platz. Das ist wie beim Mahlen. Wollen wir es kurz ausdiskutieren oder wollen wir jetzt wieder cool miteinander sein? Ich meine, wir müssen bestimmt noch eine Stunde. Warum sind wir nicht cool miteinander? Weiß ich nicht, weil du dich gerade ausgeschlossen fühlst. Ich mag das nicht, wenn die Leute ausgeschlossen sind. Guck mal, ich hab's auch hingekriegt. Oh. Ja, guck mal. Das ja, aber jetzt auch schon. Ja, Bobby sieht das nicht so. Er ist viel intelligenter. Außerdem. Nimmt das nicht so ernst. Doch? Nee. Doch? Nein, das doch. Sieht mir nicht danach aus, als wenn du das ernst nehmen würdest. Das ist eine gute Pommes. Das ist keine gute Pommes. Das sind Erdapfelschnitzel. Da könnte ich ein Gratin damit jetzt machen. Oh, wollen wir das machen? Was wäre das denn für ein Format, wenn ihr am Anfang was anderes machen wollt und mittendrin ändert ihr auf was besser passt dann? Tim Melzer. Macht ihr das so? Ja, macht das sowieso, Bobby, mit Tim Melzer was. Ich weiß. Warum schreiben die alle Einsenden da rein wieder? City sieht traurig aus, ja. City. Ja, ich bin müde. Ja, er hat nicht so viel geschlafen. Das ist auch dieses. Komm. Oh. Das hab ich nicht gemacht. Ich wollte dir Liebe schenken, weißt nee, du was? Du machst, wenn du so weitermachst, dann drehe ich den Spieß gleich um und dann bist du der Böse. Jetzt will alles runter, ey. Weißt du, wie lange das gedauert hat, dass du schreibst? Wir nehmen die Sicherung durch. Wie langsam die sind. Für diese zwei Slides so, haben wir 10 Minuten gebraucht, die du gerade auf dem Boden hast. Was ist mit dem hier? Ja, wir wollten gucken, ob du aufpasst. Okay, gut. Was soll ich jetzt noch machen? Nee, ich will das noch stehen. Nee, ist jetzt ein bisschen... Nee, wir haben doch gesagt, ihr sagt doch immer, ihr schmeißt nichts weg. Machen wir nicht. Ja, und was ist das brauchen mindestens 30 Minuten. Die müssen das 10 Minuten in das Wasser einweichen. Das ist alles. Ja, aber wir müssen ja auch noch die Cordon Bleus stopfen. Was, Lu? Ich habe gar nicht mehr überlegt, ob du einen Jogger anhast, aber ja. Hab ich. Ja, weil ich habe noch gesehen, wie du hingejoggt bist heute. Ja, mach ich immer. Vorher, damit ich auf Touren komme. Der Ton rennt wieder weg. Ach, der Ton rennt weg. Da haben wir in das Fleisch getrieben, schon ist ein Eisengehalt gestiegen. Die Prise Rost auf dem labrigen Flecken lässt nach Güterwagen schmecken. Oh! Okay, Part 2. Also das ist schon mal die zwei. Ja, die zwei aber sind schon. Ich finde es auch cool, aber sorry, die Aufgabenstellung war, unsere Namen damit reinzubringen. Lies ich da leider nicht. Lies ich da leider nicht. Da muss ich hart bleiben. Bei einem Rap-Battle wärst du jetzt auch nicht eine Runde weiter. Da hätte Ben Salomo bei Dings hier Rap am Mittwoch gesagt, sorry Bro. Gibt's das eigentlich noch? Nee, ich glaube nicht mehr. Hast du mal ganz gerne geguckt? Ja, ich habe es auch immer gerne geguckt. Das ist ja quasi Karate Andys Geburtsstunde gewesen. Kennst du Karate Andy? Ja, aber ich habe da weiß ich nicht, wann das jemand losging, aber jemand habe ich Atzenkalle entdeckt und der war cool. Der war da auch? Mhm. Ah. Ich glaube, der macht nichts mehr.
Was ist mit den Zwiebeln? Müssen wir damit was machen oder bleiben wir heute zwiebellos? Also ich werde das begrüßen, weil ich bin da echt so... Bist du kein Zwiebeltyp? Ich kann ihn nicht hier. Ich weiß nicht, wie Leute das machen. Also ich habe dann echt teilweise dann so eine... Oh, jetzt kommt... Ja, ich kann nicht stehen. Ich weiß nicht... Aber ich dachte, mit einer Brille bist du quasi safe. Ja, aber das geht ja in die Nase auch, oder? Also nicht nur in die Augen. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Du bist der Schlaue von uns dreien. Ich kann doch nur besser googeln. Das ist der einzige Unterschied. Wer hat ein geiles Hemd? Senfgürkchen gefällt mir. Du kannst öfters kommen. Herzlich eingeladen in unsere Runde. Ich? Ja, klar, danke. Wollen wir jetzt einfach irgendwas in ich irgendwas tun? Nee, mach aber jetzt nichts mehr. Er ist schon auf Zinn, Alter. Was müssen wir machen? Hä? Achso, du hörst uns. Ist das jetzt irgendwas mit Kreditkarte oder so? Nein, das ist der andere Stream. Wie paniert man einen Cordon Bleu? Wie paniert man denn einen Cordon Bleu, Bobby? Ja, das ist doch ganz einfach. Wo sind denn die Eier? Da vorne. Wir hauen hier in diese Schale noch Eier rein. Warte, ich nehme mal hier das... Nicht wahr? Ja. Zwei oder drei. Aber du kannst auch vier reinhauen. Kannst du das mit einer Hand? Das weiß ich nicht. Soll ich das mal ausprobieren? Bestimmt. Cindy, kannst du das? Klar kann der das. Er kann das mit verbundenen Augen ohne Hand. Kann er das. Alter. Dicker, hä? Wer ist hier der Kopf? Wie viel soll da rein? Vier. Du darfst ich auch ich mit einer Hand. Ich will auch mal hier so eine Hand. Mit einer Hand kann ich das nicht. Mach doch mal, ist nicht so schwer. Dann haben wir Schalen. Warte mal. Ja, die fischen wir raus. Wir haben hier... Hey, siehst du? Das würde ich am liebsten so Mic Drop mäßig. Ja. Kannst du auch machen. Dir ist alles erlaubt. Ich mach das zu Hause nicht, also mach ich es hier auch nicht. Wie ist das denn? Du hast es, glaube ich, letztes Mal erklärt. Wie ist das? Woran erkennt man das mit den Weiß und Braun? An den Ohrlappen der Hühner. Die haben Ohren. Die haben hier... Die haben nicht einfach nur so Löcher? Nee, ja, haben die, aber da sind so Lappen. Wie Ohren, also wie Ohren eigentlich, aber so Lappen. Wie der Hahnkamm und so. Ach. Und wenn die weiß sind, sind die Eier weiß. Und wenn die rot sind, sind die Eier braun. Und dunkle Hühner legen grundsätzlich immer hellere Eier. Oder? War das anders? Das will ich nicht mehr so genau. Ich habe zwei in der Hand genommen. Aber jetzt hast du den Schmier ja trotzdem da drin. Ich habe mich ablenken lassen von Joosten. Der hat irgendwo einen Rhyme gepeitscht. Das sehe ich nicht. Da, nee. Das sehe ich nicht mehr. Joosten, der Zitterbart ist smart. Zerlegt die Küche auf Korn hart. Währenddessen lässt Bobby heimlich einen Pfad. Der Figgy zückt rasch ein Flipchart und berechnet das Kalkül zart. Rap am Mittwoch. Ja, den fand ich auch tatsächlich gut. Ich finde, wir sollten drei raussuchen und dann, oder zwei. Guck mal, denn hier, Rap macht ja dann auch Skrrt, Skrrt. Wie ist das jetzt hier? Soll ich das einfach kaputt rühren? Ich weiß es nicht. Mhm. Wollen wir zwei raussuchen, zwei raussuchen und dann... Ach, du warst eine Kippe rauchen, kein Lied. Macht ja nichts. Wollen wir zwei nehmen und dann abstimmen? Ich finde, dass der eine... ist immer noch besser als Joosten seiner. Was? Ich kann sonst auch die Druckdatei... Einfach teilen, dann kann nicht jeder das drucken, wenn er will. Nein. Nee? Das ist nicht exklusiv. Oh, Entschuldigung. Also ihr seid nicht so open source. Ich versuche ja immer alles, was ich so baue. Okay. Aber dann haben wir jetzt quasi so einen Contest umsonst gemacht. Nö, nee, wenn du sagst, ach so, wir das Logo soll das veröffentlicht Ding? Werden, dann veröffentlicht das. Guck mal, wir machen Folgendes, auch wenn wir überhaupt nicht... Nicht, also ich würde mich jetzt irgendwie komisch fühlen, wenn wir jetzt sagen, wir schreiben da hinten noch was Schönes drauf. Schreib doch das Beste, das Gewinnergedicht da drauf. Wir schreiben da noch was drauf und du teilst das Ding Open Source mäßig oder wie das heißt. Aber dann ist das exklusiv, verstehst du? Wenn wir jetzt hier, wenn du das jetzt hier gleich... Einmal. Aber dieses Teil, ausgedruckt. Ja. Ja, aber jeder, der die Datei kriegt, kann das ja nochmal machen. Ja, dann ist es nicht Open Source, wenn ich das nicht machen soll. Ich verstehe nichts mehr. Ich wollte hier nur dieses Logo. Das reicht, Frank. Das reicht, aber das ist auch so ein Schlamm. Ja, das ist okay. Das ist das nicht. Ich gehe mir kurz die Salmonellen wegwaschen, okay? Tu das.
Stimmt, muss man vor Panieren muss man auch seine Hände desinfizieren, oder? So. Was macht man jetzt hier mit? Das darf man ja nicht ablecken. Das kannst du mir geben. Pass auf, dann nimmt man, aber das fällt doch auseinander, oder nicht? Nee, das machen wir jetzt, wir panieren es zweimal. Ich mach's jetzt, ich zeig's bei dem. Wir machen es erst, kommt es in. Zuerst kommt es ins Mehl. Mhm. Dann machen wir es ins Ei. Wer hat sich das ausgedacht? Der Herr Cordon Bleu. Nein, überhaupt so panieren und so. Der Herr Panier. Ah, cool. Achso. Das ist gleich wie der Herr Hollandes, den du letztes Mal vorgestellt hast. Das stimmt. Ja, nämlich damals, weil ich das Thema so Zwiebeln und so, ne? Wer, also irgendjemand hat, die Menschheit ja so das mal probiert, festgestellt, oh, ist cool. Dann das nächste probiert, ah, nicht so cool, stirbt man von, ist giftig. Ja? Aber bei Zwiebeln. Ja, aber das ist gleich wie beim Programmieren, also das finde ich ja noch mal krasser. Hä? Nein, aber beim Zwiebeln, also wenn du eine Zwiebel schälst, ja? Und dann beißt du da rein. Wir tränen die Augen, alles tut weh. Wer ist denn auf die Idee gekommen und gesagt, oh, das ist cool? Weißt derjenige, dem dann außersehen die Zwiebel wahrscheinlich in die Pfanne gefallen ist und gedacht hat, wow, ey, schmeckt das ganz geil. Ja, was heißt ja, vorher musste ja gar nicht geschmeckt haben und jemand hat ja erst nach deiner Logik Herr Pfanne eine Pfanne erfunden. Ja? Und dann. Vielleicht hat der Herr Pfanne die Pfanne erfunden, weil er irgendwas anderes anbraten wollte, was gut riecht und gut schmeckt. Ich mach das. Ist okay, ich pack das jetzt rein, ne? Ja. Und dann drehe ich das einfach. Ja. Ich habe noch nie paniert. Trau dich, Fee, trau dich. Alter, das ist wie im Sandkasten. Und könnten wir jetzt auch rein theoretisch anderes Fleisch nehmen für diese Cordon Bleus? Oder macht man das immer nur mit Schwein? Es gibt doch Hähnchen. Kannst du auch Hähnchen nehmen. Ist was? Pute. Das ist eine seriöse Frage, die du jetzt mit einem belächelst. Ja, weil es ist ja, du kannst es das ist aber der Ekel. Du hast vorher gesagt, wir könnten ja auch... Ich hab's echt versucht. Ich hab echt versucht, dir noch Koch-Content zu kreieren. Jetzt renn doch nicht weg. Jetzt gerade bei dem... Ja, aber und wir jetzt sind noch nicht fertig. Da, auf das Brett. Ich muss doch dann hier rein, oder? Das ist eine Straße. Okay, jetzt gehe ich hier hin. Ja, aber was ist mit den anderen Dingern? Warum wäscht ihr? Du hast doch gerade deine Hände sauber gemacht. Ja, nee, mach ich nicht. Okay. Okay. Schnitt. Was hat er jetzt gesagt? Hier ja, aber dann, gut, jetzt habe ich das so. Er sagt zweimal. Fange ich jetzt wieder da an? Das weiß ich nicht. Dazu muss er ja hier mal ankommen. Mach ich, du hast ja zweimal, jetzt muss ich wieder zurück und nochmal. Mhm. Aber dann versau ich doch das Mehl. Nee, nee, das machst du nicht. Ist alles gut. Wie? Also wieder zurück ins Mehl. Jetzt haben wir zweimal panieren. Das macht mich fertig, alles. Du, das ist ja jetzt eine Schlonze, Alter. Ich meine, können wir nicht alles zusammenkippen und einfach. Umrühren. Können wir nicht? Nein? Warum nicht? Gut, also kann ich alles Fleisch nehmen, was ich möchte dafür, ja, um nochmal auf den Punkt zurückzukommen. So, du hast jetzt hier mir drei, du hast mir drei kulinarische Versionen eines Cordon Bleus versprochen. Habe ich richtig gesehen, was habe ich jetzt falsch gemacht? Naja, du gehst einfach so nicht so ganz so sanft mit dem um. Also das fliegt ja alles raus. Ja, mir wurde das ja nicht gezeigt. Doch, ich habe es einmal gezeigt. Das fühlt sich so ein bisschen weg an hier, was ist das jetzt hier? Grieß? Das ist Paniermehl. Paniermehl, Grieß-Paniermehl. Wir Profis sagen das so. Okay, das ist überall Paniermehl dran. Da muss ich darauf achten. Ja, ich glaub, hier nicht, guck mal. Ja, aber wie soll ich das denn da? Noch gar nicht. Das ist wie Katzenstroh. Ja, auch, das ist wirklich schwierig, wenn man nicht geübt ist. Guck mal. Das wäre so, als wenn ich dir sage, komm, programmier das mal. Du sagst, ja, wie? Und ich sage, du kriegst das schon hin. Ja, gib B, C plus 3 ein. Ja, so geht das. Was haben wir dir denn getan? Nichts habt ihr getan. Du hast da was verloren. Ja, das... Ist das hier der Mediterrane? Ja, das genau. Jetzt nicht mehr. Jetzt nochmal. Jetzt ist wieder nur noch 15. Du kannst gleich nochmal ein paar Eier reinhauen, weil das... Ja, dazu muss ich erstmal Hände waschen. Ja. Nein, das geht nicht so. Sei vorsichtig, das Ding ist ultra heiß, wenn du es in die falsche Richtung drehst. Nicht, dass dir deine Patschefinger... So, jetzt sind nur noch wir beiden da. Wollen wir es kurz ausdiskutieren? Paniert sie Dinger ordentlich. Ja, ist ja gut. Du weißt doch, wie man Schnitzel paniert. Hast du schon den ja, habe ich schon. Vorher, als ihr geredet habt, habe ich Michelle gesagt, was da alles drin ist. Michelle, habe ich? Genau.
Hey, Alter, ich dachte, wir beiden wären Homies, Alter. Das hat ja nichts mit Homies und nicht Homies zu tun. Das hat nichts mit Team und nichts mit zu tun. Oh nein, ich kenne diesen Blick. Hey, ist das hier jetzt fertig oder muss es nochmal in die Brotkrümelgeschichte? Willst du da noch ein Ei rüberhauen? Philipp, wie kann, was kannst du Gutes tun? Nein, nichts. Komm, doch, wir beide stoßen jetzt mal hier zusammen. Guck mal, wie dieses Schnitzel aussieht. Das habe ich am Anfang paniert. Ja, wie sieht das denn aus? Nochmal, I'm sorry. Du weißt, wie man Schnitzel paniert. Ich möchte gerne mit dir anstoßen. Nee, die Pommes müssen weg. Das ist nicht dein Ernst. Du lässt mich hier hängen oder was? Nee. Okay. Wer hier wen hängen lässt? Wo habe ich den jetzt nicht hängen gelassen? Wir haben noch nicht mal Pommes im Ofen. Es tut mir leid, aber deine Ansage war, ihr könnt euch unterhalten, ich koche. Ja, ich habe auch gesagt, schneide bitte schnell die Pommes. Haben wir doch. Den Baum hält das Zeug eigentlich so schlecht da dran, aber den Finger ohne Probleme. Ich weiß es auch nicht. Lebendes Fleisch ist eine andere Nummer. Okay, gut. Guck mal. Jetzt besser. Wollt ihr vielleicht noch zwei Zwiebeln schälen? Dann paniere ich die gerade mal kurz. Aber wie das heute? Das wäre. Das wäre voll. Vielleicht wollen wir es uns auch nicht schon wieder in ein Schneideteam tun. Das hat nicht funktioniert am Anfang. Pass auf, ich mach mal, soll ich noch Eier rein? Das hast du schon. Nee. Ich gehe mir auch die Finger waschen. Bin ich jetzt offiziell vom Panieren ab? Ja. Ihr müsst. Ich habe mir so eine Mühe, gehen wir erst raus. Aber Figge, du kannst mal den Ofen anschalten. Oh, der ist schon angeschalten. Du kannst diese Pommes, die da auf dem Blech liegen. Warum klang das, hättest du so gesagt? Diese Pommes. Diese. Pommes. Das sind Pommes. Ja. Wedges. Ja. Soll ich die in den Ofen tun? Schauen, dass sie ein bisschen von der Flüssigkeit noch verlieren. Also ein bisschen verteilen auf den mit. Kann ich das mit dem Messer machen? Kannst du mit der Hand machen. Das ist heiß. Diese Hände brauche ich zum Arbeiten. Kannst du auch mit dem Messer machen, wenn du willst. Muss ich noch das Küchenpapier darunter dann? Oder? Du kannst auch einfach ein bisschen schütteln. So, dann, guck mal, wie gut ich das kann. Hier, guck mal, wie schütteln wir. Das machst du sehr gut. Komm, Bro, wir machen das zusammen. Bro, schick dir Bro. Hey, warum das? Das ist voll eklig. Guck mal, ich krieg Gänsehaut. Warum denn? Ja, wenn du bist nie so nah zu mir, nie. Es tut mir leid, dass du dich ausgeschlossen hast. Ich will einfach, dass ihr ordentliche Cordon Bleu paniert. Ja, aber das können wir offensichtlich nicht. Nee, könnt ihr nicht. Ja, das ist doch dasselbe, wenn er dir sagt, programmier mal hier die Website. Nee. Und ich dir sage, mal hier die Wand an und du stehst irgendwie mit so. Das kann ich auf jeden Fall. Ja? Ja, aber nur eine Farbe. Komm. Ja. Komm. Was denn kommt? Wir suchen eine Wand und du malst. Wir suchen zwei Wände und du malst genau dasselbe Motiv, was ich male. Ist ja eigentlich ganz einfach, was ich so mache. Das habe ich so nicht gesagt. Doch, genau so hast du das gesagt. Eine 1 in den Chat, wenn ihr das wollt. Nein, das machen wir nicht. Das ist schon nein. So, ich lese mal ein bisschen hier rum. Redaktion@cityundbobby.de, wenn ihr. Ah, alle wollen eine 1 für die. Das sieht nach einem Battle an der Wand aus. Heute sind wir richtig Hip-Hop. Wir haben hier schon so ein paar Lines gespittet. Jetzt malen wir hier ein paar. Hast du mit diesem Cursor jetzt extra mir irgendwas markiert oder liegt der da einfach nur so rum? Ach so. Ja, alle wollen alle wohl hier dieses Wandbattle. Hier, was ist jetzt mit den die hast du wunderbar. Andere panieren halt. Der eine paniert halt gut und der andere mal. Das machen wir die hier drauf. Man könnte das akzeptieren. Das scheint nicht alles zu sein. Oder machen wir so? Du kannst einfach so von Hand kaputt machen. Kreativ, ich finde es so heiß. Du kannst sie auch so. Geh mal lieber darüber. Ich lese ein bisschen den Chat. Weil da, die machen die wichtigen Dinge. Ich mach nichts mehr. Du sollst darüber gehen. Also bitte, danke. Super. Brauchst du eigentlich auch mit so Konvektomat oder so? Aber guck mal, das ist ein bisschen viel, da können wir ein paar wegnehmen. Hallo, ich habe gerade so ein Kochdings gebracht. Konvektomat hast du gesagt, ne? Ich war ein bisschen verwundert, dass du das. Also, ich habe. Ist es deiner? Ich wollte auch mal irgendwas Cooles sagen.
Was denn? Halt sie erstmal da raus, ich schleiche ein bisschen in der Gegend rum. Das machst du so nach Gefühl. Das mache ich so nach Gefühl. Okay. Salz, Pfeffer, Bobby. Ah, wir sind dabei. Achso, ja, hier, Pfeffer. Salz, Pfeffer. Ganz alles, in, also es ist, niemand sagt dir, wie viel Pfeffer, wie viel Salz. Wenn Salz, Pfeffer ist, hau einfach auf da. Hier ist ganz schön warm, ne? Ja, aber du hast... Wärmer als sonst. Und das, soll ich dir die Stirn abtupfen oder findest du es auch eklig? Guck mal, die, du, ja, finde ich eklig. Deine Stirn, die... Ich Stopp, ich hab... Sag mal, was ist denn eigentlich los mit dir? Hier sind die Halsschlalle heiß, deine Stirn ist genauso am Schwitzen wie meine. Und Chris hat sich halt die Mütze über die Stirn gezogen, deswegen sieht man das nicht. Wenn ich so, so machst, dann hörst du so ein... Ja. Das ist aber noch super. Wärmer, Alter. Ist aus. Super, 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 super. Ich will ja nichts sagen, aber hier ist noch ein Bruder, der... Der muss nochmal durch die Straße. Habt ihr eigentlich mal gefilmt, was das für ein krasser Ofen ist? Der so ein Arduino, nicht Arduino, Android-Display hat? Das ist, ein das ist mega krass, das du? Ja, voll. Dem kannst du auch eine SMS schicken. An Backofen at, ach nee, eine so E-Mail. Schickst du SMS. Backofen okay, cool. at cityandbobby.de. Ob ich Hobbys hab? Ich hab keine Hobbys, ich arbeite, Alter. Ach nix, ich hab gerade ein Zeit ein bisschen geschnappt. Mehr Alkohol oder? Ja, ja, hau raus, du. Wie, was ist denn jetzt hier mit der Tattoo-Nummer passiert? Ist, kann mich jemand aufklären? Eigentlich immer so wenig. Das willst du beantworten, warum du so wenig schläfst? Guck mal, Senfgürtchen hat geschrieben, der arme junge Mann mit der roten Mütze wird ja gemobbt. Workaholic. Er wird gemobbt. Bobby wird gemobbt? Schon ein bisschen. Ich habe dich umarmt, du hast gesagt. Nee, ei. Die Leute, die uns kennen, die wissen, dass du ganz sicher nicht dieser Mensch bist, der auf Umarmung steht, der auf Nähe steht oder sonst irgendwas. Und wenn du das machst, dann machst du das aus einem einfachen Grund. Und das ist entweder du hast es falsch gemacht. Habe ich nicht. Siehst du? Oder du willst irgendeine Situation in eine Richtung lenken, um etwas zu erzeugen, was künstlich ist. Das stimmt nicht. Ich wollte dir, ich wollte, weil ich das Gefühl gehabt habe, dass du dich ausgeschlossen hast. Dann täuscht es dein Gefühl, ich fühle mich nicht ausgeschlossen, Bobby. Okay, dann haben wir das jemand besiegelt. Ich fasse dich nie wieder an, mein Freund. Woher weißt du jetzt, wie lange es dauert? Ob man meine Kunstübung kaufen kann? Natürlich. Wir brauchen jetzt, also ein bisschen fertig sind. Aber das ist hier nicht cool. Das richtige Moment. Cool, ich glaube, ich muss mich... Muss nein, mich also grundsätzlich kann man ja Gott sei Dank in den Ofen reingucken und sieht, was so abgeht. Aber eigentlich 225 Grad, circa, schätze ich jetzt mal 30 Minuten, dann sind die 30 bis 40 Minuten, dann sind die fertig. Das sind Sachen, die weißt du einfach. Naja, also ja. Okay, cool. Ja. 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 Ja, ja klar. Also nur so, ne? Gestern beim Drucken, da haben wir 215 Grad und dieses andere Plastik drucke ich mit 230. Das heißt, die Pommes liegen genau zwischen PLA-Plastik und PETG-Plastik. Da guckst du, ne? Kriegen jetzt hier. So noch so eine Windhexe. Wo liegt da der Unterschied zwischen diesen zwei Plastiksorten? Das würde mich jetzt brennend interessieren. Achso, das eine ist Polymilchsäure, keine Ahnung. Ist so ein bisschen netter zur Umwelt. Könnte man industriell kompostieren, wenn man das denn wollen würde. Ist einfacher zu drucken, aber wird schneller wieder matschig. Und das andere hält halt mehr aus, ist aber schwerer zu drucken. Okay. Bist du, Figge, bist du der Ketchup-Typ oder der Mayo-Typ? Ketchup. Ketchup-Typ? Wirklich? Echt? Sehe ich eher aus wie der Mayo-Typ. Kennst du? Ja, ich hätte jetzt auch gesagt, dass du eher so. Ich hätte gesagt, du bist eher so der Mayo. Ich weiß ja nicht, wie das hier ist mit Name-Dropping von Produkten und so. Ach, mach mal. Ja, mach mal. Aber, achso, da muss man den mal so machen, ne? Ja, genau. Okay. Also ich glaube, das ist, weil ich ja auch so alles Mögliche irgendwo esse und da nicht so, so ein Gourmet bin, dieser heller Gewürzketchup. Den magst du? Oh, Gewürzketchup kann ich überhaupt nicht ab, Alter. Echt? Ja, nee. Weiß ich nicht. Ich finde das irgendwie, wenn dann richtigen Ketchup, aber ich bin wirklich eher so Team Mayo. Ich brauche eigentlich keinen Ketchup. Was ich gut finde, ist bei einer Currywurst. Dann tunke ich meine Pommes da auch mal ein. Wobei Remoulade zum Beispiel. Remoulade finde ich auch super. Das ist geil.
Wie steht ihr zu dieser dänischen Marmelade? Diese gelben Dinge. Diese Eiterfarben mit. Ne? Ja, das, die, nur die kenne ich. Also nur so. Die mag ich. Ja. Echt? Ne, das war halt früher, wenn wir mit der Familie nach Dänemark gefahren sind. Ja, das stimmt. Dann da gab es dann die nur da. Mittlerweile gibt es sie auch hier. Mit diesen roten Würstchen. Ne? Ja, genau. Und damals war das halt so, dass du die nur in Dänemark gekriegt hast. Und hast du immer dann aus dem Urlaub noch so zwei Flaschen mitgenommen. Ja. Du, heute ist hier echt warm, ne? Ja. Heute ist richtig, also so. Das ist nicht, auch nicht mehr schön hier zu stehen gerade. Soll ich dir jetzt, mal deine Stirn abtupfen? Nee, mach ich selber. Fass mich bitte nicht an, ich krieg Gänsehaut. Wollt ihr Batida de Coco Kirsch? Ja, ja, natürlich, alles. Achso, da. Ey, Figi, tut mir leid, dass du nicht mit... Ich hab doch selber gesagt, ich trinke nichts, weil ich Auto fahren muss. Ja, es tut mir leid, dass ich weggezogen bin. Das ist alles gut. Ich hab das gerade schon vorher vom... Vom Stuhl haben sie mir schon gesagt, ich habe mal hier in der Gegend gewohnt und bin extra eine Stunde eher hier gewesen, um mir die Hut hier nochmal anzugucken. Ja. Das ist ja krass, die haben mittlerweile hier neue... Ich hab, wo ist es denn? Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber... Hat's ein bisschen erzähl doch noch, also und so. Und die haben gestrichen. Ist nicht so geil wie Batida. Ich stelle nur meine Gläser hin. Weiß ich auch nicht. Ist nicht so geil wie Batida de Coca-Cola, aber es kann was. Wieso wurde bei dem Drink die Cola mit Kirsche gegessen? Ja. Frag mich nicht. Genau, no, unerklärt. Was machen wir jetzt? Ketchup. Okay. Okay. Wie machen wir denn? Wir braten Zwiebeln ein bisschen an. Okay. Du hast die Zwiebeln geschnitten, ne? Ganz schnell hat er das gemacht. Aber guck mich mal an. Ja. Du hast ja. Nee, wie? Hast du Horn? Darf ich? Nee, ich halte eigentlich immer. Heute. Aber es kommt drauf an, wie schnell man das schneidet, wie das geht, ne? Dann schneide ich die wahrscheinlich zu schnell, dass der Dämpfer dann rauskommt. Ja, das kann durchaus möglich sein. Machen wir ein bisschen Ahornsirup rein. Um die Süße in den Ketchup zu kriegen. Aber haben wir immer den Ketchup Zwiebeln? Nee. Aber in deinem? Yep. Ein bisschen Kurkuma, ein bisschen. Hast du diese Chakalaka? Oder? Das, was ich jetzt gerade mache, ist ja. Also das mache ich. Ist ja nicht nach Rezept. Also gefühlt brauchst du halt irgendwelche Farben da rein. Und am Ende haben wir deine Hella Curry Tomatensoße. Oder eine andere. Oder eine andere. Ja, Svante? Du willst was sagen? Nein, doch nicht? Okay. Ist das jetzt eine Currysoße? Das ist eine Curry-Ketchup-Soße, ne? Also eher so von der Currywurst. Mhm. Was ist doch mit dem Curry-Ketchup gar nicht so? Was wäre jetzt gewesen, hätte ich Mayo gesagt. Die machen wir nämlich jetzt. Die machen wir nämlich jetzt. Nämlich die schnellste Mayo ever. So wie wir letztes Mal auf dem Hausboot die schnellste Hollandaise gemacht haben, machen wir jetzt die schnellste Mayo. Das heißt, du kaufst dir ein Paket, gibst hier rein, fertig. Nee, wir machen jetzt genau... Das wäre die schnellste. Wir machen hier zwei Eier rein, 200 Milliliter. Aber haben wir nicht alle Eier verbraucht? Bist du... Ja, kannst du einen Backflip? Was? Nein, warum? Warum soll ich das können? So fragen Leute, Fede, ob jetzt du mach Backflip doch mal einen Backflip. Torben hat so nett drum gebeten. Achso, der Torben will immer nicht einen Backflip machen. Das ist der, von dem ich gestern erzählt habe, mit dem ich zusammen das ganze Studio-Ding mache. Ah. Das und die mit? Firma und so. Hallo, hallo Torben. Hallo Tom. Wir waren bei dir zu Hause und du warst nicht da. So, aber jetzt hat er doch die. Hä? Frag mich nicht. Zwei Eier, aber sind keine ich mehr hab keinen, ich bin völlig fertig. Wo hast du denn? Für die Mayo sollten wir die Eier, so wie wir es letztes Mal gemacht haben, haben wir ja die Mayo, wollten wir eine Mayo machen und hätten wir jetzt die Mayo, die Eier da draußen liegen, würden sie wahrscheinlich die Mayo nicht funktionieren. Warum? Weil sie zu warm ist. Darum haben sie im Kühlschrank. Und dann machen wir jetzt. Wir haben das Gefäß. Kannst du mal kurz an den Kühlschrank gehen? Da ist so ein Metallgefäß im Kühlschrank. Kannst du das mal rausholen, Figi? Das wäre voll lieb. Und sonst so, Bobby? Wie geht's dir? Alles gut? Nö, lass mal. Klären wir nachher. Okay. Ja, alles super. Also cool ist ja, wenn man nicht weiß, was der Kühlschrank ist. Geil! Ist das der? Ja. Cool.
Und jetzt machen wir das nämlich ganz wie folgt. Wir hauen zwei Eier hier rein. Eigentlich nimmt man nur das Eigelb von die Mayonnaise. Ja, der ist super schnell immer. Das machen wir jetzt. Das machen wir jetzt, aber nicht. Wir machen nämlich. Wir nehmen das ganze Ei. Schauen. Wir machen aber noch zwei oder eineinhalb Esslöffel oder Gabeln. Senf dazu. Hm? Ja, die schwarze Gabel. Die sind heiß. Die wir auch jede Woche bin ich machen. Ja, aber nicht, wenn so Dämme auf der Straße. Kannst du mal die halbieren? Ja, na klar. Einfach mal halbieren. Ja. Geil. Gerne. Und dann machen wir zwei Esslöffel Zitronensaft dazu. Du sagst zwei Esslöffel, aber drückst einfach eine halbe Zitrone da rein. Das sind zwei Esslöffel. Das sollten wir mit der testen. Und jetzt macht man das Öl oben drauf. Eigentlich macht man das Eigelb und lässt das Öl langsam reinlaufen, sodass eine Emulsion beginnt, dass sich Ei und Wasser, Ei und Chemiewurst. Öl, ja. Genau. Ja, Chemiewurst. Aber warum sagst du eigentlich und machst es dann nicht? Was denn? Wenn du es denn eigentlich machst. Naja, weil der Prozess einfach länger dauert. Und so hau ich jetzt einfach das Teil hier rein. Und fange langsam runter am Boden zu machen, dann geht das Öl langsam in das Ei rein und warte, bis eine Masse entsteht und ziehe dann langsam runter und für die Ei. Erst den Stecker ziehen. Wie hat man Mayo früher genommen? Wie unsere Mofa. Ein bisschen Salz, Pfeffer. Ich auch ganz geil, du bringst so ein Tape raus oder eine CD oder auf Spotify so Kochgeräusche, machst du einfach an in der Küche und dann am Ende taust du einfach so das ganze Zeug auf und sagst, boah, ich habe stundenlang da gesessen. Ja. Nein, ich hast ja so, weiß ich nicht, irgendwie Gameboy gezockt oder so. TK-Ware. Ja, genau, so. Machst aber diese Kochgeräusche-DVD ja. an. Ja. Bobby mal die Tomatensoße probieren und mal abschmecken, ob was da noch fehlt. Salz, Pfeffer. Das weiß ich nicht. Hast du Figge gefragt, ob ich das will, oder hast du mich gefragt? Ich hab dich gerade gefragt. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie die ursprünglich schmecken soll, aber ich weiß auch nicht. Fehlt da noch was? Nö. Na dann! Wenn es eine Currysoße werden soll, dann Curry. Aber der Ofen, der zählt ja gar nicht runter. Nee, aber. Weißt du, der kann das? Dass er einen Timer hat? Ja, ja. Können Sie manipulieren? Denkt doch gar nicht im Internet. Ich glaube, er kann das. Manipulieren, die im Internet sind? Also ich das sagen. Nein, das heißt ja auch nicht, dass ich das kann. Aber der wird ja vielleicht irgendwann mal.
Also der hängt ja nicht, wenn du selbst den jetzt anstöpseln würdest, wird er nicht mit dem nackten Arsch im Internet hängen. Da ist ja noch ein Router dazwischen oder sowas. Das ist so richtige Programmierersprache, da hängt er nicht mit dem nackten Arsch im Internet. Das sagt man tatsächlich so. Echt, ja? Das heißt, wenn ich ohne, wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinem Laptop ohne Firewall im Internet hier hänge, dann auch mit nacktem Arsch im Internet? Du hast ja normalerweise von immer einen Router dazwischen. Mein nackter Arsch hängt auch im Internet. Router, also du kennst wahrscheinlich das Fritzbox zum Beispiel. Ja. Und dann ist da ja schon ein Gerät dazwischen. Das verhindert, dass da jemand rein kann? Guck mal, da hat jemand aufgepasst. Hat gesagt, der Ofen schreibt eine SMS. Mhm. Guck dir das an, der Chat. Der regelt. Bobbys Gesicht, als er nicht probieren durfte. Der das ist auch so. Probieren. Ihr könnt ja mal, das, bei mir funktioniert es immer sehr gut, wenn ich was nicht weiß oder vergessen habe, dann weiß der Chat immer die richtige Antwort. Das heißt, wenn Nacho-Salat? Nacho-Nacho-Man. Wir können das ja mal testen. Weißt du, irgendwie, oh, wie geht das jetzt? Habe ich vergessen. Und ich wette mit dir, der Chat kann City die richtige Antwort geben. Ja? Ja, ich weiß auch. Würde ich sagen. Hm. Was denn? Ja, du sagst jetzt, was würde ich als nächstes tun, das habe ich vergessen. Irgendwie so, der Chat kann dir sagen, was du nächstes Test ist. Beim Kochen? Glaube ich schon. Der Chat ist bei Twitch immer wie du dich erlaubst. Also, wir haben das jetzt aus ca. 170 Grad erhitzt. Ja, selber. Und schmeißen jetzt unsere Cordon Bleu in das heiße Fett rein. Das riecht nach Fisch, ne? Keine Ahnung, ich habe meinen Geruchssinn verloren. Vor lauter Aufregung. Oh ja, es riecht wie die Fischke. Nein, habe ich mich getestet. Ich muss dir recht geben, es riecht nach Fisch. Vielleicht ist es noch von unserem... Nee. Ach, haben wir nicht irgendwann mal was mit Fisch gemacht? Sowas zum Beispiel? Und dann müsst ihr sagen, ja, vor 8 Wochen haben wir Fisch und Chips gemacht. Nee, das Fett ist zu heiß. Oh. Woran hat das Fett? Weil es zu schnell dunkel geworden ist. Das ist jetzt ja, innen noch oben, oder? Ich höre so ein leichtes Kichern immer von hinten, wenn du... Also, du verstehst mich, ne? Gut. Warum? Was nur so, nichts, alles gut. Vielleicht war das eine furchtbar dumme Frage. Nein, nein! Es gibt keine dummen Fragen, es gibt nur dumme Antworten. Hm. Wurde mir so beigebracht. Das hättest du mal meinen... Ah! Nein! Nein! Das war der, den du gemacht hast, glaube ich. Ich? Ich? Nee. Können wir nochmal zwei Eier aus dem Kühlschrank holen? Na klar, kriege. Nee, was ist das denn? Das? Achso, die Birne. Ja, das wissen wir. Ja, die Hebebühne wissen wir. Ja, wissen wir. Wenn ja, du seit Tag 1... Wenn du hier dich als Edelfin... Edelfeen outen möchtest, dann würdest du ja wissen, dass wir an Stream 1 bis 5 ja, ungefähr einen drehbaren Tisch hatten. Das stimmt. Ja, wir haben hier eine Hebebühne, wir könnten rein theoretisch in der Luft. Das ist ein Problem, dass nur noch eins da. Das ist okay. Ich könnte das in die Schüssel noch reinhauen, dann können wir die restlichen zwei noch panieren. Meinst du, ich schaffe es so dumme Fragen. Okay. Es gibt dumme Fragen. Koch mal mit 1 Promille, wäre auch witzig. Ich glaube, ist Brian's. Hey, da hat sich jemand das Brian's Mutti. Ich glaube, das ist nicht Brian, oder? Nein. Okay. Koch mal mit 1 Promille. Na, guck, hab ich hier. Sagen wir 2,5 oder so, hab ich geschafft. Laufen? Nein, hier läuft keiner. Ist es nicht erlaubt? Nicht exzessiv. Auf Twitch. Also wenn du dich jetzt, wenn du streamen würdest, während du dich wirklich exzessiv besäufst, ist das verboten. Wenn du jetzt aber was ist exzessiv? Wenn ich mich einscheiß? Hä? Wenn du es wirklich darauf anlegst und sagst, boah, hier, ich sauf jetzt was, die Flasche in einer Viertelstunde. Also wenn das jetzt wirklich darauf angelegt ist. Wenn du jetzt beim Kochen einen Wein trinkst oder hier ein Glas, was stand auf der Tafel, was ihr da trinkt? Zida de Coco. Wenn das so nebenbei so ein bisschen was getrunken wird, ist das ja in Ordnung. Aber es ist ja nicht so Content, okay, ich baller mich jetzt weg. Also wir haben, wenn, ich, kleine Frage, angenommen, ich würde hier so stehen. Und er würde daneben stehen, ja, 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 okay, ja. Aber das Punkt wäre in Ordnung. Also. Ich glaube, das ist Ermessenssache, ne? Okay, wir können ja,
ging jetzt schon wieder. Ja, wäre ja schon. Man gibt Fegel mal einen Pilz ab, der wirkt ja am so Anfang, gut. Aber da waren wir doch auf Instagram unterwegs. Da wird man ja nicht ausgeschmissen. Guck mal, ich soll ein Bier trinken. Nein, er muss noch Auto. Das war wie bei Dinner for One. Das sah wirklich so aus. Er muss noch fahren. Ja, genau, ich muss noch fahren. Ich muss noch eine Stunde Auto fahren. Das kann ich nicht machen, wenn Alkohol getrunken habe. Azrael 816 würde dich in der Hafenstadt unterbringen. Ja, ich weiß ja sogar ungefähr, wo der wohnt. Können wir auch Abstecher zu dem machen. Ach, den kennst du? Ja, der ist auch mal bei mir im Chat. Wer der war auch schon mal bei mir im Studio. Wirklich? Der hat mir geholfen, ja. Wer? Der hat geholfen, Netzwerkkabel zu ziehen. Wer? Azrael 816. Jo. Warum Azrael, warum 816? Ist das die Postleitzahl oder was? So wie bei Herpas? Hallo Afro. Den kennst du auch? Ja, der war auch schon mal bei mir. Dicker, lädst du die immer alle zu dir ein? Nee, die können immer irgendwelche coolen Sachen. Aber ich glaube, also, du sollst, guck mal, da wird etwas mit der Maus, da du sollst irgendwas... Drehbarer Tisch und ein goldenes Mikro. Was ist das eigentlich? Sag mal, wo ist das eigentlich? Lotterfeller, wir haben dir gerade... Wo ist das eigentlich? Ach, wo ist es eigentlich? So. Was ist ein drehbarer Tisch? Ich wollte dir gerade sagen, so, wir haben dir jetzt hier eigentlich, bist du ja die Gewinnerin von unserem Logo-Contest, den wir hier schon gestartet haben. Wo, dieses goldene Mikro haben wir gerade gehabt, aber es zieht auch nicht mehr so richtig, wir sind erwachsen geworden. Und der drehbare Tisch war ja eigentlich nur, damit wir uns den Alkohol, den wir jetzt hier nicht mehr trinken dürfen, in Massen schnell von A nach B kriegen. Das dürfen wir jetzt nicht mehr. Deswegen haben wir den nicht mehr. Ja, hast du ja gesagt, ordentliche Nicknames sind schwierig auf Twitch. Das ist okay, ich finde dein Nickname eigentlich ganz cool. Ich wollte nur wissen, warum 1816 da steht. Senfköckchen 581. Bobby, willst du mal frittieren? Oder will Figge mal frittieren? Hey, ich habe da Heidenrespekt vor. Schmeiß mal rein in. Das ist auch so ein Ding. Wer ist auf die Idee gekommen, wir machen Fett mal so heiß, aber was dass machen? Es fast brennt? Frau Fett. Alrighty. Was machen wir mit denen, die nicht innen durch sind und trotzdem deine draußen? Die Augen sind so schmal. Kann das sein? Ich frage mich jetzt dann nur. Ich würde es ja auch fragen, wenn keine Kamera also, da wäre. Also, pass mal auf, Mantje. Ich habe jetzt echt 100 Mal versucht, hier noch kurz warum machst du das? Komm, so neues, ne? Ich hab's aber auch abgekriegt. Stell dich nicht so an. Jetzt komm. Wo tut's jetzt weh? Wo habe ich dich berührt? Ich bin Künstler. Wenn mein Arm kaputt ist, ist Feierabend. Ja, meine Arme auch. Ja, aber wo denn? Das ist ja nicht mal an deinem T-Shirt. Da ist ja nicht mal an deinem durchgegangen! Hemd. Durchgegangen, ja. Aber am Hemd sieht man nichts, oder was? Wir warten. Ja. Heute ist. Heute ist ja bunt. Ich wollte eigentlich fragen, was du mit deinem verbrannten Boll oder was der immer kalt ist. Mit ist schon okay, danke. Ich bin. Kennst du aus? Für die Show. Bring mal. Ist nichts, Alter. Also, wenn man ganz genau hinguckt, haben wir hier eine Verbrennung vierten Grades. Ist das aber nicht drin. Kann man das vielleicht so runterdrücken? Ich weiß nicht. Verbrennen die gerade? Ich hab da echt Angst vor. Ich will ja auch nicht mehr sagen. Was? Nee. Wir fragen uns gerade, was ist jetzt mit dem da oben? Muss man das später auch runterdrücken? Oder? Können wir später gerne noch gehen. Ich spiele ja gar nicht, ich fahre nach Hause. Was machen wir hier mit den, nochmal, was machen wir mit den Jungs, die von außen richtig kross sind und von innen ja wahrscheinlich... In den Ofen. Ja, gut. Sollen wir die jetzt mal in den Ofen tun? Dann kann man es ja noch machen. Können wir nicht mehrere Sachen in den Ofen tun? Du hast ja einen Timer angebracht. Die sind aus wie gekauft. Die Pommes? Die sind aus wie du wolltest, die man gekauft hat. Ja, aber er wollte ja Pommes einrichten. Wir wollen aber Wäsche. Ich wollte Pommes. Aber nicht so. Können wir noch was machen? Nö. Ich glaube nicht, wir sind nicht so weit. Wir haben die Mayo gemacht, wir haben die Ketchup gemacht, wir haben die Cordon Bleus. Du kommst echt krass weit runter. Ja. Oh. Wenn du willst. Ja, echt. Lies mal vor, Figel, was der Ofen uns zu sagen hat. Oh, Oberhunter ist 21 bis 22.
Aber jetzt packst du die auch in den Ofen. Du packst ja alle jetzt in den Ofen. Mhm. Aber da werden ja manche größer als die anderen. Ja, aber ich hab früher aus dem Öl rausgeholt. Kochen ist auch so. Damit man nur ein bisschen haben. Ich programmiere. So. Guck mich jetzt nicht so an. Was ist denn jetzt mit dir, Bobby? Ja, nichts. Ich warte darauf, dass wir noch was machen. Oder wir warten jetzt, bis es fertig ist. Ne, wir haben die Mayo gemacht, wir haben das Ketchup gemacht und wir haben die Cordon Bleu im Ofen. Das Mayo oder die Mayo? Also das ist eine ernst gemeinte Frage. Die Mayonnaise. Die, ja. Der Ketchup? Das Ketchup? Der Ketchup. Was ist denn los? Der Ketchup. Was ist denn das für ein Geräusch? Was macht der denn? Es gibt Pommesstifte. Bobby, der Athlet. Hm. Wie viel kochst du zu Hause selbst? Wir beide werden noch Freunde. Nee, ich koche tatsächlich sehr, sehr selten. Der, die oder das Nutella? Gab es da nicht sogar, dass Ferrero dazu was gesagt hat? Das Nutella? Das, nee, die haben gesagt, dass Nutella ist artikellos. Die haben sich da versucht, so rauszureden. Einfach nur Nutella. Gib mal Nutella. Nutella. Gib mal Nutella. Gib Nutella. Gib Nutella. Ich meine, das, so spricht man ja. Gib Nutella. Oder Nutella. Morgens ist das Papa, okay. Nutella. Sagt man das bei dir zu Hause, ne? Also, meine Kinder fangen ja an zu sprechen mit einem Wort, dann mit zwei Wortsätzen, dann glaube ich drei. Also Papa Nutella würde ich schon hart feiern, dann so, in dem Alter. Aber ist nicht komisch, wenn das eins der ersten Wörter Nutella auch ist? So, ja, nee, es gibt auch kein Nutella. Also, ja, gut, die Diskussion ist hinfällig, aber ich wollte ja nur sagen, wie bitte ich denn jetzt irgendjemanden nach Nutella, wenn ich Nutella haben möchte? Ich jetzt als erwachsener Mann, der entscheiden darf, dass ich Nutella frühstücke. Gib mir mal die Nutella. Die Nutella? Aber ich das Artikel los. Gib mir Nutella. Das ist ja genau, du kannst das gleich weitermachen. N64. Ist es der N64? Nutella ist eine Zusammensetzung aus dem englischen Wort Nuss, Nut, und der italienischen Endung Ella, was eine feminine Verkleinerungsform ist. So lässt sich daraus schließen, dass es die Nutella ist. Ich wollte nämlich gerade sagen, Nutella klingt für mich sehr feminin. Okay. Darum hätte ich aber gesagt, die Haselnusscreme, ja, aber das ist ja wieder was ganz anderes. Es ist eine Haselnusscreme, richtig, aber deswegen ist ja aber nicht der Artikel, der für... Nee, es geht ja vom Nuss und... Ja, ja, nein, aber weiter unten im Chat, da schreibt Tim der Toni. Nee, oder? Wie schreibt's? Das Nutella, Steff La schreibt das. Und dann, hier sagt Tim der Toni, die Haselnusscreme. Butter oder Fettklotz? Fettklotz. Ich weiß gar nicht, was du fragst. Klar, Fettklotz. Die Frage ist, ob man unter Nutella noch Butter schmiert. Auf jeden Fall. Ja, nein. Safe. Das ist nämlich völlig von dieser Show. Das löst Krise los. Ich habe mit der Show nichts zu tun. Hey, da nee. Kommt... Mach euren Scheiß doch alleine weiter. Ja, das ist sowieso hier Toast, die ganze Zeit Feuer in der Luft und ich glaube, du bist schuld, weil du möchtest nämlich deine Nutella ohne Butter essen. Toastbrot, dann Nutella, dann verläuft dieses Nutella ein ganz kleines bisschen, aber dieser kalte Kern ist trotzdem noch da und dann eine ordentliche Ladung Butter drauf. Ja, Butter ist Geschmack. Butter wissen wir alle. Arg strange. Das wissen wir alle. Ich habe mir eingeladen. Ja, aber ich habe euch Essen Nutella und Trinken gegeben. Ja, wir hätten das Ganze beenden können, wenn du uns Nutella-Brote ohne Butter serviert hättest, dann müssten wir gleich gehen. Aber wir haben Piccolinis gekriegt. Ja, Piccolinis haben wir gekriegt. Die waren lecker. Die waren sehr lecker. Gut. Drei verschiedene Sorten Piccolinis hat uns der liebe Friede serviert. Es ist doch wie Buttermilch. So. Mach so. Ja, Buttermilch trinkst du. Ja, das ist Joghurt fast dieselbe du, Konsistenz. Das ist ein Mühe. Ja, genau. Das ist halt schon drüber. Da sagt mein Körper automatisch Kaubewegung. Kaust ein Joghurt? Aus welchem Grund denn? Weil der Körper das sagt. Wenn es etwas dicker ist, dann beginnt die Kaubewegung. Ja, natürlich. Fege geht gleich wirklich, Alter. Nee, das hat doch nichts mit Fege zu tun. Das hat mit unserem Gedankengang zu tun. Tja, du musst doch wissen, wo er gelandet ist. Wackelpudding wird einfach runtergesprochen. Wackelpudding kaust du auch? Klar. Kauen? Ja, das ist doch... Digga, das ist wirklich, da ist nichts zum Kauen, Mann. Das kannst du... Körperspeise, ne? Also, ja. Es gibt nichts Ekliges. Das löst dich doch schon auf, wenn das nur dein Mund sieht. Da redest du von Zuckerwatte. Nein. Zuckerwatte kaust du auch? Die ist doch schon weg, wenn du den Mund tust.
Wie der Wackelpudding und der Joghurt. Ey, das Mann, das ist nicht klar. Ich stelle mir gerade vor. Da kannst du auch ein Format draus machen. Joghurt essen? Nee, Oralverkehr. Was? Und dann. Oh nee, 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 ist okay. Nein, das darf ich nicht aus. Aber nee, alles gut. Alles gut. Hui! Ich kann doch nicht der Einzige sein, der Joghurt kaut. Also, ich sehe doch, ich mag dich trotzdem, ist kein Problem für mich, aber ich finde es seltsam. Echt? Ja, was willst du denn da kauen? Da ist ja nicht so eine, außer du hast jetzt irgendwie so ein Müsli, dann würde ich verstehen. Also Müsli mit Joghurt, verstehst du? Ja, ja. Wo nee, das Bissfest ist mit. So Kartoffeltourette. Pass doch kurz nicht auf, dreh sie um. Hast du jetzt wieder da reingetan? Ne, die ist im Mund. Was sagst du jetzt? Du siehst auch so ein bisschen fertig aus. Ey, ich bin heute, ich muss gleich ganz schnell in die Haier. Du bist heute auch ein bisschen müde, ne? Ich war doch gestern lange da. Ich muss morgen auch ein bisschen malen. Fährst du weit dafür? Zu Brian. Sein Anhänger-Imperium weitermachen. Der kauft auch alle Hänger an Team. Alle, die er finden kann, weil über Kleinanzeigen Umkreis von 500 Euro. Dönerbox oder. Wusstet ihr, dass die Dönerbox in Hamburg erfunden wurde? Wirklich? Mhm. Finde ich manchmal geil und manchmal finde ich es daneben, muss ich ehrlich sagen. Die Dönerbox wurde in Hamburg erfunden. Fenge, ich glaube, du bist damit wirklich allein. Also Zunge bewegen ja, aber kauen schwierig. Ah komm, dann finde ich Zunge bewegen beim Joghurt. Was macht. Schlucken, lutschen, was ist denn das dann? Was denn? Ja, Daniel sagt das. Ich glaube, du bist wirklich allein. Also mein Zunge bewegen ist Joghurt. Ja, aber kauen ist schwierig dabei. Da, guck mal, Herzibärchen sagt negativ. Ich kaue Joghurt auch. So, da. 1 zu 100, Alter. Ich bin aber nicht alleine, das reicht mir völlig. Joghurt kann man gut kauen. Okay, jetzt kommen sie aus den Ecken. Ja. Ich weiß nicht, wie soll man, warum soll man den kauen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Wer hat das schon mal ausprobiert? Wer sieht das Joghurt? Der Joghurt. Das geht nicht. Ich finde, bei ganz vielen Sachen kann man auch das. Klingt das auch nicht verkehrt, das Joghurt. Aber es ist falsch. Ist auch falsch, das Joghurt zu kaufen. Achso. Ui, da sind sie schon. Welches ist denn jetzt kulinarisch in welche Richtung? Ach komm, stell dich nicht so an. Echt, du hättest so Fältchen da dran machen müssen. Welches ist denn jetzt kulinarisch in welche. Wo sind wir in Tirol? Wo sind wir in der. Das sehen wir dann, wenn wir uns aufschneiden. Mediterranen See. Wo sind wir zu Hause? Wo kommt dieses Cordon Bleu eigentlich her? Haben wir das schon erläutert? Wo wurde ich würde. Warte, das kann man doch nicht schätzen. Chat, komm, sag mal Bescheid, Chat. Woher kommt Cordon Bleu? Wer hat das erfunden und warum? Wer kam auf die Idee, Schinken da noch reinzupacken mit Käse? Und warum vor allem? Und gibt's auch Cordon Bleu Hawaii? Das ist sehr heiß. Magst du Pizza Hawaii? Ja. Ich auch. Ich find's immer schlimm, wenn Leute sagen, bäh. Ja, finde ich auch völlig. So, nächste, warum? Bei uns gibt's eine Pizzeria, die macht. Also Hawaii und dann gibt es aber mit Bananen. Nee, das finde ich. Und das ist so, das ist schon hart. Wo ich dann dachte, puh, das klingt eklig. Auf der anderen Seite sagen ja viele, Hawaii ist eklig. Also da, wer bin ich, um urteilen zu können, dass das eklig ist? Das ist vielleicht ist das ja voll geil. Ich finde, man kann alles, man darf auch alles essen, was man essen will. Da braucht es nicht irgendwie keine Berechtigung. Also es muss ja, nur das stehen, dass es okay ist oder nicht okay ist. Auch Menschen. Wenn es die Not das bedarf. Wir haben ja schon mal geklärt, wer wen hier essen würde. Mhm. Guck mal da, der Chat antwortet schon. Blaues Band. Ja, Cordon Bleu ist von Französisch und Deutsch übersetzt blaues Band. Tatsächlich führt die erste Tour nach Frankreich zu einem blauen Band. Das Cordon Bleu galt dort seit dem 16. Jahrhundert als Auszeichnung für Personen, die Frankreich. Was? Das ist immer was ganz anderes. Also die Maus liegt hier bei der Nosse. Ja. Wenn das du vorlesen, das ist so ein Text. Oh, ich habe halt schon so viel gelesen. Lies mal quer. Über den älteren französischen Kochbüchern nach Art. Ich muss das doch ganz lesen. Sag doch was. Na, ist gut. Okay. Ich weiß nicht, was du tun willst. Über den Ursprung des Rezepts und des Namens gibt es mehrere Theorien. Der Ausdruck Cordon Bleu, Metapher für hohe Kochkunst und geht auf. Das ist hohe Kochkunst. Guck mal. Das haben wir doch gemerkt, wir waren ja überfordert mit dem.
Das ist so geil, als ich das... Als ich, als, ja, natürlich, als ich das Senfgürkchen ist das Copy-Paste. Glaubst du, irgendjemand schreibt so einen Text da rein und weiß es aus dem... Oh, Cordon Bleu, warte mal, ja. Also, ursprünglich. Ja, klar. Bobby hat ja auch einen Comedy-Gaum. Hm? Ich hatte ihm, als ich ihm gesagt habe, was ich gerne essen würde, Cordon Bleu gesagt, hatte so Schiss, dass das vielleicht nicht geil ist oder so. Dann hat er gesagt, das ist genau dein Geschmack. Wusstet ihr, wenn man niesen muss und ins Licht schaut, kommt der Nieser besser? Wie kann der Nieser besser kommen? Das ist so. Hä, ja. Was ist denn Nieser? Wenn der Nieser nicht rauskommen will und dann ins Licht schaut. Du merkst so das Kitzel in der Nase und du musst an den Niesen und dann guckst du ins Licht. Ja. Das hat irgendwas mit den Nerven zu tun, dass du dann so irgendwie an den Nervenbahnen kommst. Ja, das ist nicht Biologie. Wenn ich niesen muss, dann niese ich einfach. Ja, aber manchmal kommt er ja nicht. Da musst du auf dich warten, du musst es loswerden. Kenn ich nicht. Kennt ihr das, wenn Leute so machen? Da explodiert immer aus dem Kopf. Ja, also ich hatte in meiner Klasse zwei, drei Leute, die haben immer so, ah, Digga, weißt du. Und dann waren die nachher nicht mehr in der Oberstufe. Kein Kommentar. Reiz, Weiterleitung, sagt Brian. Ich will dich noch mal fragen unter uns, ne? Hast du mein Glas mit mir gefunden, was hier stand? Vielleicht. Ah, okay. Hast du nicht gemerkt, dass das ohne war? Das war lecker. Okay. Entschuldigung, Finger. Nee, alles gut. Besser Neues. Man niest automatisch, wenn man ins grelle Licht guckt. Ja. Aber das, ich habe auch mal gelesen, dass das nicht bei allen so ist. Merkst du schon was? Es kribbelt tatsächlich in der Nase, aber ich, Alter. Ich, mach noch ein bisschen. Nee, ich glaube. Die Augen tränen. Ah, der versucht gerade zu niesen. Der Stream geht heute länger. Ich sehe einfach nichts mehr. Das funktioniert nicht. Das ist ein Telefon, ich sehe es nicht mehr, wer das geschrieben hat. Ja, bin. Du machst ja mit vollem Körper, ne? Hast du mal gesehen, wie er den Kopf dabei bewegt, wenn er auf Tisch? Jeden Dienstag. Also, warte mal, ich wollte noch. Du musst mal gucken, was vielleicht passiert, wenn er probiert. Ne, das mache ich nicht mehr. Heute nicht, ne? Das sieht ein bisschen aus wie Gebäck. Wie so Streuselkuchen. Wer ist denn das alles? Ich habe Angst, wenn die Sendung vorbei ist, dass es hier gleich rund geht. Nein, hier geht's nicht rund. Das ist alles gut. Ich glaube, heute ist einfach echt... Also, Entschuldigung, Finger, vielleicht ist heute echt... Was guckst? Ich warte auf deine Anfrage, nichts machen. Nee, ich sage, vielleicht ist es einfach ein müder Tag. Also ich fühle mich sehr kaputt. Hm. Ach, weiß ich, nee, also ich habe jetzt eigentlich auch gerade Hunger. Das kann es auch sein. Ja. Ja. Bist du so hangry? Mhm. Richtig. Aber wir haben doch Pizza gegessen vorher. Oder vielleicht hast du mehr gegessen. Ich bin aber so dauerhangry. Okay. Hangry. Okay, super. Wollen wir es vielleicht probieren? Sehr gerne. Ja. Was her? Wie lange waren die Pommes drin, Philipp? Circa 35 bis 40 Minuten. Zwischen 30 und 40 Minuten. Circa. Roundabout. Guck mal, dem Chat gibt er eine richtige Antwort. Ja? Und mir sagst du, wenn es fertig ist. Ja, wenn der Backofen mehr SMS ist. Das ist voll die Zwei-Klassen-Gesellschaft. Ja, jetzt nicht einfach was im Mund stecken und sagen, dann kann ich mir antworten. Von der Gabel, ne? Wir können euch bedienen. Nee, wir wollten nur kurz warten. Okay. Das ist so ein Vorkoster von Astrid. Nee, ihr könnt euch bedienen. Also wenn ihr gleich so da liegt. Aha. Hey, ich kann. Seit ich da reingeguckt habe, hat es gekribbelt. Ja. Ja. Ich kann das nicht auf Knopfdruck. Es ist halt die ganze Zeit so leicht. Er hat ja hier was genommen. Ich nehme einfach mal den. Gucken, was passiert. Ich würde gerne wissen, in welchem kulinarischen. Ja, in welchem Land man gerade Bereich ist. Ich mich befinde. Ja, hol doch mal eins vor und dann gucken wir. Ich würde gerne. Oh, ich muss gleich nochmal nehmen. Ich würde das da nehmen. Ja, dann mach doch. Da ist ein ganz normales. Ja, das. Ich glaube, ihr habt ein normales. Aber was ist denn das Normale dann? Du hast ja gesagt, wir laufen so durch ein paar Länder. Was wäre denn dann normal für ein Land? Ich weiß, also das Normale
Cordon Bleu macht man ja mit, typisch glaube ich, mit Emmentaler und Poching, also so wie man es überall kriegt. Ja. So. Ich weiß gar nicht, ob das das typische Cordon Bleu ist mit Emmentaler und Kochschinken oder ob es dann nochmal eine abgewandelte Variante gibt. Ja. Gut. Also, wenn ihr merkt, aus Europa. Umso länger ihr die Mayo schlägt und umso kälter das Ei ist, umso fester wird die Mayo. Und wenn ihr sie natürlich jetzt irgendwie länger stehen lässt, dann ist sie ein bisschen flüssig. Einfach wieder Pürierstab reinhalten. Den wird sie wieder fest. Oh, danke, Chat. Wir wünschen alle guten Appetit. Oh, gerne, vielen lieben Dank. Schmeckt es dir, Figge? Ja. Ja, mir übrigens auch. Figge ist unser Gast, deswegen habe ich erst Figge gefragt und hätte dann dich gefragt. Was schmeckt es dir denn auch? Ich probiere gleich mal. Warum nicht? Wenn ihr es gegessen habt. Das hat er es umgedreht. Ich dachte, er ist so vorkostermäßig, weil wenn er mit Ula, Ula, Ula auf dem Boden liegt. Jetzt macht er es dann anders. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Auch wenn wir Komplikationen hatten am Anfang wegen Ton und Bild, beziehungsweise Twitch, die Komplikation. Hattest du es auch schon mal? Ja, dann den, ja man stellt am besten den Server um. Zeige ich euch gleich, wie das geht. Okay. Jo, deswegen haben wir Finger dabei, weil nach dieser Sendung wissen wir, was wir alles falsch machen und was wir richtig machen werden beim nächsten Mal. Ich habe mir alles aufgeschrieben. Hier, ich würde sagen, Lotterfelder hat schon gewonnen. Willst du, kann man so eine Nachricht an uns schicken auf Twitch? Klar. Mit der Adresse. Mach das mal, wir machen das doch sauber. Also, nee, die rutscht durch bestimmt. Schreib's auf Twitch. Wir schicken dir das zu. Wenn du in Hamburg wohnst, dann ist ja noch Corona. Wir schicken es dir zu. Herzlichen Glückwunsch. Das war nur ein Satz. Okay, danke fürs Zugucken. Wir sehen uns nächsten Dienstag. Wieder ein gewohnter Zweisatz. Deshalb soll jetzt nichts heißen, dass ich nur mit dir zusammen alleine sein will. Ich glaube. Tun wir nächste Woche nicht auch schon wieder mit dir? Doch, stimmt. Wir haben nächste Woche einen Gast. Zwei. Willst du schon mal sagen, wer das ist? Nö. Dafür müssen wir wieder einschalten. Wir haben nächste Woche zwei Gäste. Zwei wunderbare Gästinnen. Oh. Zwei wunderbare Frauen. Also ich glaube, es sind die. Ich glaube, es sind die. Man kann so viel verraten. Es sind die wahrscheinlich die witzigsten Frauen Hamburgs. Die wohnt bei mir zu Hause. Die witzigsten Frauen Hamburgs, die das professionell als Beruf machen, witzig zu sein und informativ und unterhaltsam. Besser ausgedrückt? Hey, ja, also, ja. Ja? Okay. Ja, den Rest können wir euch dann irgendwann mal erzählen. Nimmst du morgen Fege? Mhm. Wie Flor Fege? Das ist immer eine Überraschung. Echt jetzt? Ich stream Sonntag und Mittwoch, aber wann? Weiß ich nicht. Wenn die Platine leuchtet, dann kommt Fege. Ich wollte irgendwas. Danke, dass ihr zugeguckt habt. Tschüss. Ich bin nicht schlecht drauf. Ja? Sind wir schon offline? Nee, wahrscheinlich nicht, aber. Ich habe nicht gesagt, dass du schlecht drauf bist. Es hat mich verletzt, dass du gesagt hast, du ekelst dich vor mir, als ich dich in den Arm nehmen wollte. Ich mich da manchmal nicht davor, sondern ich bin nicht der Typ für so spontane Berührungen. Ich auch nicht. Von dir aus. Oh, Entschuldigung. Ich berühre dich nie wieder spontan. Du weißt, wie ich bin. Konsequent. Aber wäre es besser, wenn er es vorher ankündigt, so 15 Minuten? Ja, ich werde dich in 10 Minuten kurz mal spontan berühren. Ich finde das schon ein bisschen sperrig dann auch. Ja. Das glaubt er nicht. Mir eure Frauen wäre meine Idee. Mal Senfgürtchen will eine Berührung. Senfgürtchen wollte Bilder kaufen von mir, aber muss man auf Instagram gucken. Kann man. Ist aber nicht so billig. Wir haben auch Bilder von dir zu Hause. Echt? Ja. Wovon? Hast du noch Bilder von mir gekauft? Echt? Wann? Weiß ich nicht. Ich hab Kathi mal bestellt.